Garfield hat jetzt riesige Mech-Gegner? Oh mein Gott, es hat sich wirklich sehr verändert, seit ich das letzte Mal reingeguckt habe. Oh, warte, der schießt damit richtig viel Granaten. Noch mehr Aurora. Wir sind bestimmt jetzt schon abhängig. Warte mal. Die müssen auch neu sein. Nee, sie kennen wir. Aber die da oben, die kommt mir so bekannt vor. Kleiner Tipp, kurios. Nicht, deine na, aber, hallo? Hast du mal in einer Band gespielt? Kann das sein? Oh, oh, verlassene Ekliptik-Garnison und schon sind wir mittendrin hier in der Action von Starfield. Wir müssen einen Söldner umbringen, einen Ekliptik-Söldner. Wer hätte das gedacht? Habe ich noch eine Taschenlampe? Schön wäre es. Ja, da ist sie. Damit wir zumindest hier so ein bisschen sehen können. Und nicht vergessen, wir spielen natürlich nach wie vor mit der Combat AI Overhaul Mod. Alles ist sicherlich schlimmer als jemals zuvor. Aber es fühlt sich gerade wirklich schwer an. Und das, obwohl ich gerade nebenbei Helldivers spiele. Unter anderem auch auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Schande. Oh, oh, wie war das nochmal? Traumapäckchen, genau. Vasco, Vasco, steh auf. Schande, ich habe keinen Roboter-Reparatursatz. Aber Andresa, dich kann ich heilen. Mit einem Stimpack vielleicht. Irgendwas in die Richtung. Und später müssen wir auch noch mit... Ah, sie kommen, sie kommen. Später muss ich noch mit Sarah reden. So sagt es zumindest der kleine Aufgabe hier. Die wird stinksauer auf uns sein. Schließlich haben wir seit 2 Monaten nicht mehr mit ihr geredet. Wir sollen seit 2 Monaten mit ihr reden. Ach, das... Naja, das schieben wir noch so ein bisschen vor... Oh, das schieben wir noch so ein bisschen vor uns her. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ein bisschen reingrooven. Und danach machen wir da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ist er weg? Ja, er ist weg. Loot nicht vergessen. Stimmt, wir haben ja auch noch den Weapons Randomizer. Randomizer an, ne? Kraken? Weiß ich nicht. Ist die wertvoll? Ja, WG über 1000. Das ist gut. Nimm wir mit, nimm wir mit, nimm wir mit, nimm wir mit. Und natürlich, natürlich konnte ich es mir nicht nehmen lassen, hier die ein oder andere neue Mod zu installieren, die wir im Laufe von dieser Session, dieser XXL-Session, erleben werden. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Einige habe ich schon gesehen. Also ich persönlich, direkt vor der Aufnahme. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Na gut, vielleicht schnippel ich eine Kleinigkeit vorne ran ans Video, ne? So als kleiner Hungermacher, als Aperitif. Hm, na? Hier noch irgendwo? Ach ja, stimmt, wir haben ja eine Minikarte. Das ist ja sehr hilfreich. Vorsichtig. Immer schön vorsichtig. Aber ein bisschen Action muss sein. Na, oi. Hab ich nicht was Dickes? Ja klar, ich hab Boom Boom. Hätte ich da. Wenn wir wollen. Da hinten sind noch 2. Was hattest du Schönes dabei? Mhm, und die Regulatorknarre. Was? WG-8000? Rein damit in die Tasche. Na gut, eine Mod kann ich ja schon mal spoilern. Wir haben die Händler noch reicher gemacht. Die haben jetzt 50.000. 50.000 Kronkorken. Und das Tolle ist, wir brauchen nur noch einen Tag warten, also 24 Stunden, damit die Händler wieder voll sind. So, wo ist er denn? Wo hat er sich versteckt? Der war doch gerade eben da oben. Nochmal bitte. Ein Traumapäckchen. Schande. Hinter uns ist auch jemand, ne? Andresa! Die kommt alleine klar, ne? Will ich doch schwer hoffen. Da oben. Und block. Rübe weg. Wie sich das gehört. Fury. Ich habe ganz vergessen, was Fury konnte. Doch Gott sei Dank können wir hier unser Inventar checken, ohne dass das Spiel weiterläuft. Aufeinanderfolgende Treffer verursachen jeweils höheren Schaden. Ach, rasend. Alles klar. Und Drumbeat war... Explomuni. Nice. Nice, nice, nice. Wie viele sind hier noch? Und wo ist eigentlich unser Ziel? Ich weiß. Wir waren eigentlich... ganz woanders, zum Ende der letzten Folge, falls ihr das jetzt dann irgendwann in 5 Jahren guckt. Aber hier gab es eine kleine Pause, urlaubsbedingt und vorproduktionsbedingt. Und da kam noch ein anderes Spiel dazwischen, was sich einfach besser vorproduzieren ließ. Aber hier sind wir wieder mit Starfield aus dem Hause Bethesda Softworks. Na, wo ist er denn? Ich glaube, da irgendwo. Aber richtig sehen konnte ich ihn nicht. Hallo, hallo, hallo. Immer schön entspannt bleiben. Wie aggressiv die sind. Aber das gehört ja dazu. Ist er tot? Ich denke schon. Ich denke, wir müssen ein bisschen gründlicher töten hier. Ich mach mal ganz kurz ein Schnellspeicherino. Plock. Damit wir nicht alles nochmal machen müssen, wenn wir jetzt hier drauf gehen. Das wollen wir nicht.
Es wäre schon eine Schmach. Andresa, wo bist du denn? Ist da einer? Nee, war nur ein menschlich geformter Schatten. Pistole für die Infiltration von Schiffen. Habe ich nicht vergessen. Ganz kurz, Fury. Ist hier einer? Oh, die Spiegelung, wie fett die aussieht. Habe ich das schon erwähnt? Ist nicht Klappe die erste. Es lief beim ersten Mal nicht wie geplant. Ich muss da hoch. Da ist er, tatsächlich. Dankeschön. Aufgabenmarker. Nochmal Traumapäcksche. Rüberflitzen. Come on. Oh, schön schweben. Was habe ich jetzt vermisst? Space Feeling. Andresa ist da irgendwo. Die kann ich ja jetzt nicht rufen. Und hep. Rüber. Gucken. Ist übel. Ist ganz übel. Na? Da. Da ist er. Der Lump, der Elende. Warte mal, stopp. Der ist dick. Der ist richtig dick. Krank, Mann. Krank. Vorsichtig. Na? Von wo? Ich hab nicht gesehen. Da ist er. Ein Hund. Ist das ein Hund? Ist weg, ne? Fury. Na, du bist gleich leer, Fury. Wir sollten Munition kaufen für dich. Dann irgendwann. Wir müssen so vieles machen. Die To-Do-Liste ist lang. Ich werde ganz kurz hier ihn noch töten. Und dann schieße ich da hoch. Mit der McSphere. Oder ist hinter uns einer? Da kommt... Nein! Ah! Na! Come on! Krank, Mann. Wie klug die sind. Durch die Combat AI Overhaul Mod. Eon steckt ein. Pistolen sind immer recht wertvoll. Ich sollte auch auf den Hotkey jetzt für Heilung irgendwas legen. Mit Dingens. Mit einem größeren Stack. Sollten wir tun. Wahnsinn, wie der uns getroffen hat. Max Sniper. Entschuldigung, nicht Max 4. Das war die andere. Komm her, du Flummi. Ganz kurz ein bisschen vorräuchern, würde ich sagen. Zack. Irgendwas mit Bombardement hieß die Waffe. Reckless Bombardement. Wow, ich habe schon 100 Jahre kein Shooting mehr aus der Ego-Perspektive gehabt. Aber es hat schön immersiv ganz vergessen. Meine Güte. Aber die Location kennen wir grundlegend. Die brauchen wir... Die brauchen wir jetzt grundlegend nicht auseinandernehmen. Irgendwer hat auf ihn gezielt. Was, Andresa? Bist du hier? Da ist sie tatsächlich. Na du, wie geht's? Ach ja, stimmt. Du bist ja ein Sniperino-Mädchen. Ganz vergessen. Aber es waren halt 2 Monate, ne? Da kann man schon einiges vergessen. Wakizashi schön mitnehmen. Nehme ich. Und dann hier. Orion. Ne, ist so billig. WG-1000 hatten wir gesagt gehabt. Ja. Also dieses Loot-Vorhaben. Die Loot-Regeln, die habe ich natürlich nicht vergessen. Es geht schließlich um die Kronkorken. Und dann müssen wir noch irgendwann zum Dennis. Aber erstmal reinkommen. Deswegen wollte ich mit Action einsteigen. Gleich essen. Ach ja, stimmt. Wir konnten ja essen für Heilung. Und da mussten wir noch mit Perks die Effektivität steigern. Ganz kurz. Speicherino. Da oben. Da wartet er auf uns. Wir werden ihn... Genau, mit dem Feld stressen. Und dann kriegt er Bombardement. Vor die Schana. Oh Gott, Hilfe. Stopp. Na los, schieß auf ihn. Ich konnte jetzt hier gerade nicht hinter die Deckung. So viel Energie schon wieder verloren. Lass mich kurz rein. Block. Ula. Falsche Taste. Unangenehm. Fliegt er schon? Ich weiß es nicht. Ja, er fliegt. Wir räuchern ihn aus. Hier vorne steht keiner. Noch ein Stückchen höher. Ja, das ist der Boss. Komm schon. Aua. Ich krieg jetzt gleich eine ab. Hinlegen. Ach, das geht hier nicht. Falsches Spiel. Orbitalschlag. Nee, das geht nicht. Können wir nicht machen. Vielleicht mit Mods. Andresa, halte durch. Nochmal ran. Ich kann ja auch mit Aurora, stimmt. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Die guten alten Bethesda-Drogen. Und Block. Und Bombardement. Ula!
Nice, nice. Na, haben wir ihn schon? Ist er down? Ich weiß es nicht. Nein, er ist noch nicht down. Ich muss da ran. Bombardement. Er ist tot, ne? What the heck? Was war das für einer? Jetzt mal im Ernst. Wie krank. Ich liebe es. Die Bank springen. Ja, das war eigentlich unsere ursprüngliche Aufgabe. Mac Pulse. Oh, ebenfalls furios. Kann man gut verticken. Aber erstmal gucken. Nee, das Terminal brauchen wir uns nicht angucken. Wir hatten hier schon bei dieser Location, bei dieser sich wiederholenden Location in Starfield, hatten wir schon unseren Story Run. Deswegen nehmen wir nur oberflächlich den guten Kram mit. Nicht mal ganz die 75% Star Roamer Space Helmet. What the heck? Ist der neu? Ist der neu? Warte mal. Kann ich jetzt hier ganz kurz... Das ging doch irgendwie, ne? Q. Direkt zum Schiff. Helme. Star Roamer Space Helmet. Haben wir schon. Gut. Hat sich erledigt. I don't know. Kam irgendwie neu vor. Entdecker. Grendel. Eine gute Grendel. Und den Entdecker-Rucksack. Ach ja, stimmt. Hier steht es ja auch. Wenn wir etwas im Schiff haben. Sogar zwei haben wir davon im Schiff. Warum auch immer. Wir müssen irgendwann mal aufräumen. Aber nicht heute. Nicht in so einer Hallo. Ich habe dieses wunderbare Spiel nicht vergessen Folge. Nee, da macht man eigentlich andere Dinge. Doch eins nach dem anderen. So, ich guck nochmal ganz kurz. Ja, steht tatsächlich da. Wie schön. Der Schnurrbart und die roten Augen, weil wir uns, als Marsbewohner fühlen. Das darf man sich aussuchen. Das ist Teil der Selbstbestimmung hier in der Zukunft von der Menschheit. Ich bin Marsianer mit Schnurrbart. Im Prinzip können wir wieder abdackeln. Mission erfüllt. J. Und wir sollen jetzt die Bank sprengen. Sprich mit Jujini. Aber ich würde auch gerne ein Schiff übernehmen. Die Sammlung. Ach ja, die Excel-Tabelle habe ich jetzt nicht auf. Ist bestimmt eins gelandet, aber naja. Dann halt später, ne? So, Jetpack war. Hier. Plock. Oh ja. Wie gut, Mensch. Leider gibt es immer noch keine Fahrzeuge. Oh, oh, ich glaube, ich werde beschossen. Ja, von irgendwem hier. Hey, ist gut, Mensch. Lass gut sein. Aber es gibt schöne Kontaktgranaten. Airstrike. Mhm. Und rein in die Atlas. Unsere Kampfhummel. Unser Kampftransporter. Ja, es waren die Helmspiegelung, die mich hier wieder zurückgebracht haben. Aber den müssen wir schon auch killen. Na, hast du was Schönes für uns? Ach, da bist du. Lawgiver. Eine gute Lawgiver. 1600 nehmen wir mit. Und dann geht's rüber. So, nochmal ganz kurz die Aufgaben checken. Ah, da. Das ist Dennis gewesen. Und wir haben seine Sachen schon. Nicht, dass wir da aus Versehen den Kram verkaufen. Oder verlieren oder so. Und selber nutzen wir aber keine Solstice. Ich weiß nicht, ob dieser Bug gefixt wurde. Nicht, dass er uns eine gute Waffe von uns klaut. Zum Glück hat er sie dann auch... Dann im Verkauf. Also, der Schaden hält sich in Grenzen, der durch diesen Bug entsteht. Bankraub mit Hindernissen. Eins nach dem anderen. Okay. Ich darf mich jetzt hier nicht überfordern. Bin ich schon. Zu spät. Ich würde gern Dennis den Kram zurückbringen. Und dann würde ich ganz gerne die Bank sprengen. Weil das eine gute Mission war. Von der Crimson Fleet, von der wir ja einen Umhang tragen. Und das bedeutet etwas. Was? Wie bitte? Starfield hat jetzt riesige Mech-Gegner? Oh mein Gott, es hat sich wirklich sehr verändert, seit ich das letzte Mal reingeguckt habe. Aber er hat uns noch nicht gesehen, ne? Nein, wir müssen uns erstmal anschleichen. Würde ich vorschlagen. Und wir wollen natürlich auch gleich unseren Schaden in die Höhe treiben. Mit, was war das nochmal? Synapse Alpha? Nein, das ist was anderes. Skull. Das ist Nahkampfschaden gewesen. Infanterie Alpha natürlich. Und Battlestim Galactica. Und dann Aurora. Und immer weiter. Action. Action, Action, Action. Granatwerfer. Jupp, aus dem Hinterhalt. Plock, plock, plock. Zack. Ich glaube nicht, dass ich den mit meinen Kräften hochhebe. Oh. Perfektes Timing zum Durchladen. Oh, warte, der schießt damit richtig viel Granaten.
Noch mehr Aurora. Wir sind bestimmt jetzt schon abhängig. Aber das können wir uns ja mit dem Entgifter wieder rausschwitzen, wenn wir wollen. Zack, zack. Komm schon, du Flummi. Alter Schwede. Ist er richtig krank? Ja, ist eine Mod. Natürlich ist es eine Mod. Aber eine nice Mod, oder? Wie so ein riesiger Vasco. Na, 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 weg, weg, weg. Hm. Nein, nur das normale Jetten. Alles andere wäre Cheaten. Wobei bei ihm jetzt, er ist ja auch kein normaler Gegner. Keine Muni mehr. Ungünstig. Was haben wir denn noch? Womit könnten wir denn jetzt sonst noch taktieren? Fury ist auch leer. Pistolen, genau. Boom, boom. Da müssten wir zu nah ran. Wir haben aber noch... Dingens haben wir noch. Hier, Drumbeat. Drop the beat. Komm schon. Zeitlupe. Der will uns hauen, oder was? Und Spritze. Sicher ist sicher. Schande. Wie viel der einstecken kann. Der ist bestimmt gebufft durch die Combat AI Overhaul Mod. Come on, come on. Aufstehen. Andresa. Schande, Schande. Ja, ja. Wie viele Granaten denn noch? Ist ja mal richtig übel. Block. Draufhalten. Ist alles Grundschaden. Jetzt kommt er wieder mit seinem Mega-Granatenwerfer. Schön hier zirkeln. Eine andere Chance haben wir nicht. Einen offenen Kampf würden wir nicht überstehen. Hm, vielleicht mit der Gravitationswelle. Na, Keule. Zack. Das stresst ihn überhaupt nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Drauf, halt drauf. Oh, wow, 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 wow. Spritze. Jetzt wird's her. Andresa. Reiß dich zusammen, Mann. Wir müssen durchhalten. Vasco. Ist das ein Verwandter von dir? Na, 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 na. Übel. Üble Geschichte. Nein, nein, nein. Wieder hier rumspringen. Ist er down? Wow. Schlimmer, schlimmer als jeder Terrormorph bisher. Aber so viel kann ich ja schon mal sagen. Die habe ich auch angepasst. Und wenn alles funktioniert, werden die, naja, uns ganz schön überragen. Gucken wir mal, ne? Oh, jetzt kommen auch noch normale Gegner hier raus. Ekliptik-Gegner. Jetzt nicht, Mensch. Wir haben gerade den Kampf überstanden. Wir wollen nur noch looten und weg hier. Und wenn wir schon diesen Kampf überstanden haben, dann können wir auch, glaube ich, ganz kurz mit Sarah reden. Block. Ey, 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 ey. Das war zu schnell für mich. Da kam ich jetzt nicht hinterher. Aber es ist wirklich hart. Dank der Combat AI Overhaul Mod. Aber ich höre ja schon auf. Das ist schon krass. Ja, hier vielleicht. Na, hier vielleicht. Wo ist er denn? Ich gucke einfach, wo Andresa hinzielt. Ich will doch nur sein Kram. Mehr will ich doch gar nicht. Ja, ja, ja. Mech-Komponenten, wie gut. Das ist Schmuggelware, ne? 32.000, wie fett, ey. Aber die haben wir uns auch wirklich verdient. Jetzt mal im Ernst. Wir hauen ab. Wir hauen ab. Es ist genug. Wir brauchen Money und wir müssen mit Sarah reden. Wir ballern dann zum Dennis. Und kümmern uns dann um die Piratenmission. Ist ja ein gratis Medipäckchen drin. Nein, na gut. Erstmal einsteigen. Sieht wahrscheinlich wieder aus wie Villa Kunterbunt. Hm? Wegen des einen Unfalls, den wir mal hatten, ne? Mit der Schwerkraft. Warte mal, ist die Mod überhaupt noch aktiv? Das war bei Waffen, ne? Ja, tatsächlich. Schiffssteuerung. Block. Und damit könnten wir unser Schiff auch von draußen abheben lassen. Oder die Schwerkraft einstellen, was wir jetzt nicht machen wollen, weil dadurch alles schlimmer wird. Schatzilein, wo bist du denn? Schatzi, Schatzi, wir müssen reden. Diesmal überrasche ich dich. Diesmal habe ich für dich Toxine. Wo bist du denn? Ne, wir wollen noch nicht weiter. Wir wollen auch dann zum Dennis. Wir wollen noch nicht die Bank sprengen. Wir wollen ganz kurz zum Dennis uns auch eine neue Mission abholen. Nicht, dass es da zu Komplikationen kommt. Sitzt sie da? Sind wir abhängig? Wie war denn das nochmal? Hier rein und dann B, ne? Wir sind nicht. Doch, sind wir. Natürlich sind wir abhängig. Was habe ich auch anderes erwartet? Entgifter war das, ne? Zack. Nice. Mhm. Ja, Sarah. Wo ist sie denn? Wo hat sie sich denn diesmal versteckt? Hä? Da waren wir schon. Wie viele Stockwerke hatten wir? Ist sie noch draußen vielleicht?
Hier ist gar keiner mehr drin. Warte mal, stopp, eine Sekunde. Wo waren das hier mit der Crew? Map, dann C, nee. Wo kann ich nochmal meine Crew einsehen? Entschuldigung, 2 Monate. 2 Monate habe ich nicht gespielt. Hier ist das, ne? Irgendwo, die Atlas. Da, genau, dann C. Und dann Schiff. Nee, 5 Leutchens. Inklusive Sarah Morgan, die Gute. Der Fan, der auch mit dabei ist. Aber wir wollten Andrescher mal eine Runde mitnehmen, damit wir da unsere Beziehung, freundschaftliche Beziehung aufbauen können. Sie kann sehr gut schleichen. Wie der Schleichmichel. Aber hier ist keiner mehr. Vielleicht fliegen wir erstmal rüber und dann gucken wir, ne? Sarah wird schon irgendwie auftauchen. Und dann laden wir sie ganz kurz in unser Team ein. Und dann machen wir Löffelchen, ne? Dann wollen wir uns ganz frisch belöffeln. Was für ein schönes Schiff. Drinnen wie von draußen. Wir können, wenn wir wollen, ne? Hätten eigentlich jetzt auch direkt von der Karte aus, aber der Immersion wegen. Oh, Cockpit-Feeling. Der Controller liegt bereit. Und der Umhang flattert im Wind. Abheben, bitte. Immersives Abheben, weil es ein Space-Game ist. Irgendwie. Doch, doch. Ist schon ein Space-Game. Gegner? Fragezeichen. Ach, stopp. Ach, da ist sie. Das ist ja schön. Warte mal, ich komme. Ich komme. Ich komme, Schatzilein. Beziehung und Familie gehen immer vor. Wir müssen reden. Aber vorher speichere ich lieber mal. Nicht, dass das irgendwie schief geht. Das ist, die Marika, die gute Marika. Ich habe deinen Namen gar nicht vergessen. So. Wo sind denn die anderen? Ich habe doch gerade Sarah gehört. Oder war das ein Phantomgeräusch? Weiß ich nicht. Das ist der Scanner gewesen bei F. Ja, es gibt auch... er ist eingesperrt. Ja, sicher ist sicher. Man weiß ja nie bei dir. Na gut, dann einfach mal weg hier, würde ich sagen. Ist gut. Gucken wir beim Mars nochmal vorbei. Man konnte doch hier und dann... Aha. Eine Taste drücken. F. Es gab doch eine Schnellwahltaste auch. Für das hier, fürs Schiff. Einfach F ist es nicht. Ich finde die schon noch raus. Marika, wir sind offensichtlich alleine. Müssen wir mit klarkommen. Also, nach Liste her nicht, aber... Weißt du, wie man Löffelchen... Oh, wer kommt denn da? Hallo? Wehe, es lohnt nicht. Das habe ich so vermisst, meine Güte. Also gut, Hi. Raus damit. Was ist mit dir los? Naja, wir wollen irgendwie auch ein Pirat sein. Ich glaube, das war der Grund, weswegen du jetzt sauer auf uns bist. Keine Ahnung, wovon du redest. Doch, ich weiß Bescheid. Beruhig dich erstmal, damit wir vernünftig reden können. Bin ich etwa unvernünftig? Du hast vielleicht Nerven. Weißt du nicht, was du getan hast? Nicht mehr so genau, das ist 2 Monate her. Da war ein Urlaub dazwischen und viel Vorproduktion. Was es auch war, es tut mir leid. Immer noch die beste Antwort. Oh Gott, du weißt echt nicht, warum ich aufgebracht bin. Nein, wirklich nicht. Wer zur Constellation gehört, genießt Hochachtung. Hochachtung. Doch was du da abziehst, wirft ein schlechtes Licht auf uns alle. Ja? Wenn dieses Verhalten kein Ende hat, wäre es wohl besser, wenn unsere Wege sich trennen. Aber das möchte ich doch gar nicht. Ich habe jetzt keine Lust auf eine Trennung. Das passt jetzt gar nicht in meinen Terminkalender. Was ich abziehe? Was ziehe ich denn ab? Ich werde dir hier nicht alles haarklein auflisten. Sagen wir einfach, ja, man kann es sich auch einfach machen, ne, Sarah? Verhalten wie ein Erwachsener. Falls nicht, hat unsere gemeinsame Reise ein Ende. Okay, jetzt muss ich, ne? Jetzt muss ich. Hau ab! Es steht gerade nicht gut um uns, aber ich kann sie dann auch nicht ins Team einladen, um mit ihr Löffelchen also zu liegen. Okay, warte mal. Überzeugen, wir kriegen das doch hin. Wir waren noch ganz gut in dem Überzeugen-Minispiel. Ja, na los, überzeugen. Ich bin nicht so sicher, ob du das noch kannst. Du hast recht, es sind 2 Monate vergangen. So, wir müssen 4 Punkte rausholen. Da, ich glaube, das Artefakt manipuliert meinen Verstand. Ja, tatsächlich. Ich glaube wirklich, wir sind gar nicht dran schuld für unsere Taten. Soll das ein Witz sein? Das ist bloß eine lahme Ausrede. Gib dir wenigstens Mühe, wenn du mich anlügst. Du musst mich einfach akzeptieren, so wie ich bin.
Ich akzeptiere dich so, wie du bist. Ja, guck mal einer an. Ich weiß bloß nicht, ob ich weiter klare mit dir reisen Worte. Kann. Ein Glück hatten wir auch klar, gespeichert. Übel Sarah Morgan also ist nicht länger wütend auf uns. Das ist schön. Darüber hinweg. Und jetzt, aber wo wir das geklärt haben, Schatzi. Nimm dich in Zukunft mehr zurück. Mhm. Ja, jetzt, wo wir das geklärt haben, würde ich sagen, kommst du mal ganz kurz mit ins Team und hier runter, denn ich brauche gerade einen 15 Minuten Powernap mit dir in Löffelchenstellung. Das wäre ganz toll. Zack, gut, sehr schön. Und dann wieder zurück zu Andresa, die hier auch irgendwo rumlaufen muss. Kann man die nicht suchen lassen? So wie vom Aufseher gesucht, muss ich dafür ein Terminal bauen, wie bei Fallout 4. Du bleibst da drinnen. Ein für alle Mal. Na, Andresa, ach, die wird auch schon auftauchen. Zum Dennis brauchen wir sie ja nicht unbedingt mitnehmen. Oder ist sie jetzt auch weg? Hatten wir uns nicht mit ihr auch gestritten gehabt? War da nicht irgendwas? Naja, wie dem auch sei. Mond. Quatsch, Mars. Das andere mit M. Aber erstmal vielleicht ganz kurz den illegalen Kram. Wo ist er? Wo waren das nochmal? Wir haben illegalen Kram gehabt, definitiv. Wo wird der nochmal abgespeichert? Mein Inventar, bitte. War doch bei Sonstiges, ne? Muss ich hier den Reiter... Ah, da. Das... Nee, warte mal. Welches ist es denn jetzt? Das sind Schlüssel. Sonstiges Diamantgegenstände. Ah, Zahnrad. Es ist das Zahnrad. Das möchte ich jetzt ablegen. Und jetzt kann ich doch den Schiffsinventar aufmachen. Q-Frachtraum. Und wir wollen unser Inventar ins Schiff rüberleiten. Macht schon alles Sinn. Da sind die Mech-Komponenten. Zack. Und Aurora ist auch nicht so gut. Während des Fluges schön immer raus damit aus der Tasche. In den mit Alufolie ausgestatteten Frachtbehälter. Da kommt kein Strahler durch, kein Scanner. Kann diese Wand aus dicker Alufolie durchdringen? Andresa, nein, Sarah. Na, Juti. Jetzt aber bitte. Wir wollen nach Seoul. Zum Dennis auf dem Mars. Das ist der Mars. Und da wollen wir dem Marker folgen. Hierhin. Ja, bitte. Springen und genießen. Eine wunderschöne Sequenz, die wir vielleicht auch sehen. Naja, fast. Scanner ausweichen 90%. Ja, macht wohl. Wir kennen das Prozedere. Ich gieße mir in der Zeit ein bisschen Tee ein. Na, geh doch. Und runter, bitte. Sidon, ja? Da wollen wir hin. Was? Okay. Da haut wieder irgendwas nicht hin. Ja? Ist ein Mod-Fehler, gebe ich zu. Steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Always Landing Animation Mod. Höchstwahrscheinlich. Andresa, wenn ich jetzt die Chance habe, dich mitzunehmen, nehme ich dich mit. Ansonsten Sarah für Dennis. Da ist Sarah. Oh, 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 Marika. Der Fan. Er hat sich befreit. Ich kann für dich kämpfen. Er hat sich heraus befreit. Aus der Zelle. Ach, die wird schon auftauchen, die Marika. Warte mal. Die müssen auch neu sein. Nee, sie kennen wir. Aber die da oben. Die kommt mir so bekannt vor. Kleiner das ist ja Tipp, kurios. Na, aber, hallo? Hast du mal in einer Band gespielt? Kann das sein? Weiß ich nicht, ne? Egal, wir müssen zu Dennis. Der ist ja gleich um die Ecke. Der ja auch, ne? Ne, den haben wir schon gesehen. Wahnsinn. Wie krass sich Starfield verändert hat. Glaubst hier, du, der Menschen, mit der Mütze. Der ist doch auch neu. So, Dennis, mein Guter. Jede Menge Souls ist für dich. Und dann sind wir hier auch schon weg. Ich habe deine Ausrüstung. Ah, wen haben wir denn da? Dann zeig mal her. Ja, bitteschön. Ein bisschen ramponiert. Aber ich bin ein Genie, du nur abputzen, was die mit so einer groben angeht. Bürste und dann frisch ölen. Wobei, ist eine Elektrowaffe, ne? Frische Batterien. Nice! Und eine Grendel hinzugefügt. Und wir haben noch ganz viel Kram dabei, den wir verticken wollen. Und wir fangen bei dir an. Oh, meine Güte, du hast auch so viel Kohle bekommen. Wie schön! Ach ja, wir brauchen auch noch Munition. Ich weiß gerade nicht, wofür. Aber wir werden es gleich feststellen. Erstmal Waffen verkaufen.
Zack, und schon sind wir hier um 30.000 Kronkorken reicher. Aber wir brauchen Digi Dietriche. Mein guter Digi Dietriche. Genau. Wo war das nochmal? Hilfe. Schiffsteil, auch nicht schlecht, aber da haben wir erstmal genug. Ich nehme lieber meinen Entgifter mit. Wir wissen alle, dass ich noch das ein oder andere Mal auf Aurora zurückgreifen werde. Hier war das, ne? Geschmuggelten Kram. Kaufst du nicht an, ne? Dann müssen wir rüber zur Handelsfraktion. Trade Authority. Aber wir brauchen Digi Dietriche. Die hast du gar nicht, ne? Jetzt vergessen, wo die sind. Aber die waren hier, ne? Ich glaube schon. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Kontaktgranaten, die nehme ich auch mit. Mit denen kämpfe ich sehr, sehr gerne. Und Muni. Muni. Jetzt gucken wir erstmal nochmal, wofür wir Munition brauchten. Steht das hier? Warte mal, ich glaube, ich muss das noch hier hinzufügen. Patronen. Ah, da, alles klar. Wir brauchen für Fury, brauchen wir Muni und für Reckless Bombardement. Alles andere sieht ziemlich prächtig aus. Fast schon übertrieben prächtig. Fury, du bekommst 762, ja, das kann ich mir merken. Nahezu die gleiche Waffe braucht bei 404 ebenfalls 762er Munition. Und hier bitte 40 mm Explo-Munition. Na sicher, Munition. 762er hast du im Angebot. Das wird die hier sein, ne? 800 Schuss. 18.000. Digga, was ist denn los? Ich dachte, wir sind Freunde. Und Explomuni, plock. Aber die Kohle holen wir uns wieder rein. Wir haben ja noch die Mech-Teile. Das ist jetzt so entspannt, dass die Leute hier so viel Geld haben für den Handel. Ja, ist eine Mod. Gebe ich ja zu. Auch die neuen außerirdischen Rassen, das sind Star Wars-Rassen. Bitte verpetzt mich nicht. Bei George Lucas. Gut, okay, danke schön. Das ist ja nice. Okay, wir holt auch die neue Mission ab und dann gehen wir ganz kurz rüber zu Trade Authority. Und dann kann ich hier auch mal einen Schluck Kaffee trinken. Den brauche ich nämlich. Es ist ganz früh am Morgen. 4 Uhr am Morgen. Na, warte mal. Kopfhörer hier, die anderen weg. Entschuldigung. Wie unprofessionell von mir. Du kannst auf uns zählen. Worauf warten wir dann? Ja, ich gebe mich auch gerade. Von meinem Kumpel an dich weiter. Viel Glück beim Beschaffen der Ausrüstung. Klar, ey. Aber das machen wir nicht sofort, wie gesagt, ne? Wir wollen jetzt nur kurz rüber. Trade Authority. Warum sind wir eigentlich immer noch so krass überladen? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne handeln. Guter Plan. Ich will immer vorher ins Handelslot, auch wie bei Fallout 76. Handeln bitte. Hast du zufällig? Wo waren hier nochmal die Digi-Dietriche? Aber ein paar haben wir noch, ne? Ja, ein paar haben wir noch. 762er. Na gut, nehmen wir hier auch nochmal mit. Granaten hast du nicht. Und ihr seid hier die Handelsgilde quasi, aber Kohle genug hat dann, oh, 127.000, mega, aber jetzt Sonstiges, richtig, Sonstiges und dann Zahnrad und dann hätten wir hier jetzt eigentlich, ach, das ist auf dem Schiff, stimmt, das haben wir ja gar nicht, wow, nein, Glück hat der so viel Kohle, ne? Die wir uns jetzt einverleiben können. Schwarzmarktware, vorsichtig. Nicht, dass er jetzt pleite geht. Ach, da ist auch Digi Dietrich dann. Alles klar, beim Zahnrad. Ich bin ein bisschen draußen. Habe ich ja schon gesagt gehabt. Wie oft denn eigentlich noch? Bitte verzeiht mir. Infanterie-Alpha immer doch. Und dann ist gut. Aber wir haben nur noch 50 Kapazitäten. Warum eigentlich? Weil wir zu viele Waffen haben, ne? Ja, an was anderem kann es ja nicht liegen. Munition wiegt ja nichts. Hier, Splittergranate kannst du auch noch haben. An sowas wird es doch nicht liegen, oder? Gewicht? Nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wobei, irgendwann wird das auch schwer. Wir kriegen das schon hin. Oder haben wir zufällig Schiffsteile im Rucksack? Wir sollten auch mal den Schrott wieder abladen aufs Schiff. Ja, wir kommen so langsam rein, ne? Alles kein Problem. Und wir haben 39 Digi Dietriche. Achso, ich habe Andresa gefunden während des Schnittes. Ich war auch sehr überrascht. Hier ist sie irgendwo. Da, die mit dem Mantel, die nehme ich. Wow, aber die sehen schon cool aus, ne? Die verleihen dem Spiel ein ganz anderes Flair. Die ist auch aus Star Wars. Also sie auf jeden Fall hier. Na du? Und er hier, Greedo Mensch, ich grüße dich. Han Solo hat zuerst geschossen. Ich bin auf deiner Seite. Das ist meine ehrliche Meinung, wirklich. So, und dann können wir jetzt wieder rüber. Die Bank, ne? Aber ich beam mich erstmal zum Schiff.
Das ging doch, ne? Oder hier, Block. Wir wollen zum Schiff reisen. Schon immer sind wir auch drinnen, ne? Frisch belöffelt sind wir ja. Kurz aufstehen. Wobei, Inventar hätte ich jetzt auch vom Stuhl aus reinräumen können. Aber ich möchte auch so ein bisschen das Starfield-Feeling möchte ich hier in mich aufnehmen. Weil ich schon lange nicht mehr im Weltall war. Sehr lange nicht mehr. So, ich habe die Taste endlich gefunden, womit ich das Schiff direkt aufrufen kann. Es ist H. Ich wiederhole, es ist H. Und dann C für die Crew. Aber das brauchen wir gerade nicht. Alles in bester Ordnung. Ich möchte aber jetzt auf I, dann Q, dann nochmal Q, genau, den Schrott ablegen. Ressourcen heißt ja so Ressourcen. In Wirklichkeit ist es Schrott. Das wissen wir alle. Aber wir haben jetzt keine Hehlerware mehr. Richtig, wir haben keine Hehlerware mehr am Start. Wir haben nur noch ein bisschen Aurora auf dem Schiff. 9 Einheiten. Aber ihr habt mir schon geschrieben, ich habe das sehr aufmerksam gelesen, dass es eine Kraft gibt, die nahezu das gleiche macht wie Aurora und da bräuchten wir auch keine Angst mehr haben wegen des Schmuggels. Doch das nur am Rande, ne? Wir machen jetzt erstmal die Mission. Meine Güte, wie ich mich freue, Starfield. Starfield, Starfield, Starfield. J, nicht I. J, nicht I. Haben wir aktualisiert, ne? Die Bank sprengen. So, wir müssen zu einem Schiff. Richtig, wir haben den Auftrag bekommen. Ich bin an Bord der Siren of the Stars gegangen. Jetzt sollte ich Rocco finden und mit ihm darüber sprechen, wie ich Zugang zum Galbank-Archiv erhalten kann. Ja, zeig's mir bitte auf der Karte mit B oder gleich R. Oh, ja, gleich mit R. Ist ja noch besser. Und dann X. Also wirklich. Ich bin sehr überrascht. Hab ich gesagt, dass ich eine weitere Lieferung vornehme? Ah ja, stimmt, das wird wieder Zeit. Der Inhalt ist wie vereinbart? Ja, ich habe mit Wladimir besprochen, was enthalten sein soll. Zuhören. Sehr gut. Sag bitte Bescheid, wenn eine Antwort kommt. Das ist unwahrscheinlich, aber ich informiere dich dann sofort. Will ich schon wieder rumzicken? Das gibt's nicht. Meine Güte. Na gut, wir docken an. Plock. Weltraumfeeling. Hallo, hallo, hallo. Und schon sind wir dran. Wir wollen einsteigen mit Andreja, unserer aktuellen Kampfbegleitung und nun immersives Reingehen. Third Person natürlich. Oh, wie immersiv. Scannen war ganz wichtig. Darf ich mich hier bedienen? Naja, es lohnt sich nicht. Diebstahl nur, wenn er sich wirklich lohnt. Das wisst ihr. Ihr kennt meine Einstellungen. Aber wir sind ja ein Pirat. Ich sag ja, wenn er sich lohnt. Türchen, mach mal auf. Puppe. Haben wir das schon? Ja. Ein Glück haben wir diese Anzeige. Und hier haben wir das schon. Zeig mal bitte. Hier haben wir. Tab gedrückt halten und wieder rausgehen. Ist auch eine Mod. Dass wir das noch nicht so richtig reingefriemelt haben. Naja. So. Rocco, bist du Rocco? Hi. Gehen. Es ist noch Zeit, dass du auftauchst. Also gut, ich will wissen, was los ist. Ich versuche seit, mal überlegen, seit 3 Jahren Delgado auf mich aufmerksam zu machen und ernte nur totale Funkstille. Und als Neva und ich gerade ein großes Ding drehen wollen, befiehlt Delgado mir ganz plötzlich, dir zu helfen. Ja, kannst du mal sehen, ne? Aber ich befolge nur Befehle. Doch von unten nach oben. Wir wollen ja ein bisschen quatschen. Kriege ich keine offizielle Führung durch das Schiff? Oh, klar, klar. Erst die Führung, dann das 5-Sterne-Menü am Kapitänstisch. Damit eine Sache klar ist. Du bist zum Arbeiten hier, nicht um Urlaub zu machen. Also reden wir erst einmal über Delgados plötzliche Handreichung. Ja, er sieht so ein bisschen aus wie der Hauptcharakter, die Hauptfigur aus Stargate Atlantis. Nur, ich sag mal, 10, 15 Jahre älter. Und hier ist er dann gelandet, nach dem Stargate-Programm. Warum befolgst du Delgados Befehle, wenn du gar nichts zur Crimson Fleet gehörst? Er will vielleicht rein. Weil man einen Sieg nur dann einfahren kann, wenn man überhaupt mitspielt. Schlimmstenfalls schaffe ich es nicht in die Fleet, bin aber ein paar tausend Credits reicher. Das ist doch fast schon eine Win-Win-Situation, oder? Also schlecht ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das beunruhigend ist. Ich fasse es nicht. Es ist tatsächlich mal jemand von der Fleet meiner Meinung. Das ist ein Wunder, echt ein Wunder. Also, in Navers Nachricht hieß es, du bist wegen Dombrowski hier.
Hat sie dich wirklich nur dafür geschickt? Oder sollst du vielleicht auch was stehlen? Sollten wir? Ich weiß es nicht mehr. Hatten wir ein optionales Ziel? Naja, warum fragst du Never nicht selber? Spiel keine Spielchen mit mir. Eine Nachricht zum Schlüssel und zurück zu pingen dauert länger, als wir für den Job Zeit haben, das weißt du. Wir sollen bei diesem Job in allen Aspekten zusammenarbeiten. Also sagst du mir, warum du noch hier bist oder nicht? Das behalte ich lieber für mich. Erdenretterpreis. Ach so, ja stimmt, der Preis. Jetzt erinnere ich mich. Entschuldigung für alle, die das irgendwann mal komplett gucken sollten. In 100 bis 150 Jahren. War eine verrückte Zeit damals. Das kann ich ihm doch nicht sagen. Ich lüge ihn an. Nein, das ist der einzige Grund, warum ich hier bin. Okay. Warum nimmst du überhaupt jemanden vom Garbank Management ins Visier? Das passt nicht ins übliche Beuteschema der Fleet. Und was ist deiner Meinung nach das übliche Beuteschema der Fleet? Handelsschiffe, Transporter, Versorgungskonvois, Mining-Siedlungen, sowas eben. Aber es mit einer Megacorp aufzunehmen, ist eine große Sache. Von sowas hat die Crimson Fleet bisher die Finger gelassen. Entweder ist Delgado verzweifelt, oder die Sache ist nur die Vorbereitung auf ein noch größeres Ding. Ja, oder er ist einfach verrückt oder so. Ist ja auch gut möglich. Doch mal ganz im Ernst, ich vertraue dir noch nicht genug, um heikle Informationen mit dir zu teilen. Du bist erstmal vorsichtig, ja? Okay, ist ein gutes Recht. Aber eins muss klar sein. Wenn ich meinen Hals riskiere, indem ich dich an Dombrowski ranbringe, will ich dafür auch was haben. Wir haben wohl keine große Wahl in der Sache. Wir sollten ihn anhören. Ja, okay. Aber du sollst eins wissen, ich kann nicht für Delgado sprechen. Du beleidigst meine Intelligenz. Delgado würde dich nicht extra herschicken, ohne dir ganz exakt zu sagen, was du anbieten darfst. Aber ich sag dir was. Ich mache es extrem günstig für dich. Günstiger geht es nicht. Du musst mir nicht einen einzigen Credit anbieten. Ich will kein Geld. Ich will wieder in die Crimson Fleet. Sag ich doch. Ganz einfach. Okay. Also wirklich, ich kann dir so etwas versprechen? Ich hoffe es für dich. Sonst müsst ihr euch einen anderen Galbank Manager suchen. Solange Dombrowski auf diesem Schiff ist, gehört er mir. Okay. Oh, eine Crimson Fleet Präfix-Antwort. Du bist nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Mach einfach, was man dir sagt. Ja, das sag ich jetzt. Also schön. Wenn du es auf die Tour machen willst, gut. Dombrowski ist ein echter Fulltimer auf der Siren of the Stars. Der ist deutlich öfter auf Kreuzfahrt als im Büro. Zum Glück findet auf der Siren die Wohltätigkeitsgala der Gesellschaft zum Erhalt der Erde statt. Da will Larry natürlich mit seinem VIP-Status angeben. Um zu kriegen, was du willst, musst du auf die Gala gehen und mit den anderen Philanthropen reden, um etwas Nützliches herauszukriegen. Oh nein. Ist es eine Option, alle zu erschießen? Oder uns selbst, um das zu vermeiden? Sie macht wirklich ganz lustige Kommentare. Aber was ist ein Fulltimer? Wahrscheinlich ein Workaholic oder sowas? Jemand mit genügend Kohle, um sich für einen sechsstelligen Betrag eine Dauerkabine auf einem der edelsten Spaceliner von Trident zu leisten. Das ist quasi wie ein mobiles Luxusferienhaus. Ein Spielzeug für gelangweilte, reiche Leute. Das bedeutet, du rührst also keinen Finger, während ich die ganze Arbeit mache. Ganz ruhig. Ich bringe die Dinge ja erst in Gang. Du kommst sicher bald wieder angerannt, weil du Hilfe brauchst. Mit dieser Karte kommst du in den Sternensaal. Wenn du Hilfe brauchst, ich relaxe oben in einem Lounge-Bereich. Misch dich unter die Leute. Diesen Dombrowski kann keiner ausstehen. Also verraten sie dir sicher gerne seine schmutzigen Geheimnisse.
Und von was für schmutzigen Geheimnissen reden wir hier? Er ist ein echter VIP unter den Managern. Also hat er entweder richtig geschuftet und sich mit Blut, Schweiß und Tränen mühsam hochgearbeitet, oder er hat gelogen, betrogen, gedrängelt und andere geopfert, um die Karriereleiter aufzusteigen. Und was man so hört, war es exakt so. Oh, Überraschung. Na gut, solange es kostenlosen Alk gibt, bin ich dabei. Jetzt sprichst du meine Sprache. So siehst du raus. Ach, eine Sache noch. Trident rüstet seine Starliner mit hochmodernen Systemen zur akustischen Gefahrenerkennung aus. Wenn du also die Geduld verlierst und alle an Bord tötest, wird die Security alarmiert und die Kacke ist am Dampfen. Aber damit solltest du für den Anfang genug wissen. Viel Glück. Also alle umbringen ist keine Option. Okay, finde heraus, wo der Enterprise ist. Ah, okay, jetzt kommen wir der Sache näher. Was hat es mit dieser Gesellschaft zum Erhalt der Erde auf sich? Angeblich wollen sie die Seele der Erde feiern. Die Kultur, die Menschen und die Ideale der Vergangenheit. In ihren Augen ist die Erde heute tot, weshalb sie ihre verbleibenden Aspekte unbedingt bewahren wollen. In Wahrheit wollen sich hier einfach Leute mit viel zu viel Geld und viel zu viel Zeit das Gefühl geben, sie würden einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Ah, okay. Weißt du was Genaueres über den Erdenretterpreis? Was zur Hölle? Hast du nicht gesagt, dass du sonst keinen Grund hast, hier zu sein? Oh. Du hast mich nicht nur angelogen. Sie hat dich auch noch alleine auf den Preis angesetzt. Vielleicht holen wir ihn mit ins Boot. Genau so ist es. Und natürlich hat Neva das in ihrer Nachricht über dich rein zufällig ausgelassen, oder? Unglaublich, dass sie mich übergehen will. Ohne mich wäre der Preis überhaupt gar nicht auf diesem Schiff. Naja, aber du musst es mal so sehen. Ohne sie kommst du auch nie wieder zurück in die Fleet. Sie hat dir gesagt, dass du mir damit drohen sollst, oder? Diese Hexe. Schön, ich helfe dir. Aber du machst die Laufarbeit. Und ich kriege trotzdem meinen Anteil. Na sichi. Also, wie steht es um deinen Plan? Ich habe gerade erst angefangen. Wobei, glaubst du, Neva schafft es, den Preis zu verkaufen? Neva hat mal ein Schiff der UC Security ausgeschlachtet und die Teile über eine Strohfirma wieder an die UC verkauft. Das sagt doch alles, oder? Mach dir keine Sorgen. Okay. Also, wie steht es um deinen Plan? Wie kann ich helfen? Naja, wir haben gerade erst angefangen. Okay. Dann sage ich dir, wer für den Preis zuständig ist. Sie heißt Sheila Holbrook. Du findest sie vermutlich im Sternensaal. Ich versuche aus ihr rauszukriegen, wo der Preis versteckt ist. Dann sehen wir weiter. Und falls du vorhast, die arme Miss Holbrook umzunieten, denk daran, dass bei einem Schuss sofort der Alarm ausgelöst wird. Aber nur bei einem Schuss, ne? Bis vor kurzem hatte ich noch ein Wakizashi. Kannst du mir mit dem Erdenpreis helfen? Noch nicht. Warum kann ich Dombrowski nicht einfach umlegen und mir seinen Zugangspass nehmen? Das musst du ernsthaft fragen. Okay, zwei Gründe. Alarm ist bestimmt einer. Die Galbank beschützt ihre Leute. Wenn du Dombrowski umbringst, hetzen sie der Crimson Fleet Ekliptik auf den Hals. Was Delgado wohl eher ungut fände. Zweitens, jede einzelne Galbank-Filiale in den besiedelten Systemen würde ihre Sicherheitsvorkehrungen verdreifachen. Und was ihr auch mit der Galbank vorhabt, das wäre für eure Pläne sicher nicht sehr hilfreich, oder? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Na gut, wir können ja jetzt schon mal fragen, kannst du mir mit dem Erdenpreis helfen? Solange du daran denkst, dass ich meinen Anteil... Na klar, du willst in die Fleet, ich habe verstanden. Wo und wie du willst. Wie steht es um deinen Plan? Ich hab doch gerade erst angefangen. Ach so, wir müssen erstmal ein bisschen Smalltalk machen mit den Leuten. Dann sage ich dir, wer für den ja, Preis... Ja, gut. Sie heißt Sheila Holbrook. Sheila, ich weiß. Ich versuche aus ihrer... Habe ich schon mal und gehört. Dankeschön. Wunderbar, wir können, ne? Musst du nicht irgendwo sein? Ja, doch, aber meinst du, das ist hier so gut, wenn wir so rumlaufen?
Das ist wirklich eine gute Idee. Können wir auch mit euch reden? Jeden Tag, wenn ich in meiner Koje aufwache, bin ich dankbar, auf einem Schiff wie der Siren of the Stars zu dienen. Wow, voll indoktriniert. Gehirn gewaschen, die Leute hier. Sehr schön. Ich arbeite sehr gerne für den Mindestlohn. Aber wirklich ein schönes Schiff, ne? Und hier geht's ja noch weiter. Laut Captain Rokoff haben Sie freien Zugang zu allen Crewbereichen. Aber bitte fassen Sie nichts an. Nein, habe ich nicht vor. Psst. Hören Sie genau hin? Ja? Hören Sie den Antrieb? Nee. Nein. Ist er? Ein präzise austariertes System finden Sie nirgendwo anders in den besiedelten Systemen. Wow, damit die Leute ja so richtig schön entspannen können. Ich liebe meine Arbeit, aber wenn ich ehrlich bin, ist der beste Teil, dass wir uns bei den Resten vom Buffet bedienen dürfen. Das ist immer noch gutes Essen, das kann man immer noch essen. Auch mit ein bisschen Sand dran, ne? Aber wir wollen hier... Nee, wir klauen sowieso nicht. Das lohnt sich nicht. Ein Heft würde ich mitnehmen, aber ich glaube, das zählt auch gar nicht als Diebstahl. Oh, das kann ich mir angucken. Das ist einfach atemberaubend. Ja, finde ich auch. Captain Rokoff ist einer der lässigsten Kommandanten, unter denen ich je gedient habe. Captain Rokoff. Er verhält sich fast gar nicht wie ein Captain. Ja, absolut nicht. So, Deckoffizier Galata Slate. Nee, ist nur eine Seite. Persönlicher Tagebucheintrag waren das verrückte 24 Stunden. Jetzt bin ich kaputt. Trident hat für den Flug zu wenig Personal gebucht, also mussten wir drei uns die Nacht um die Ohren schlagen, um den Sternensaal vorzubereiten. Er sieht fantastisch aus, doch den Bonzenpassagieren wird das egal sein. Die kriegen das bestimmt gar nicht mit. Wer genug Geld hat, um mit der Siren zu fliegen, dem dürften unsere Mühen egal sein. Es regt mich echt auf, dass diese reichen Typen alles wie selbstverständlich hinnehmen. Als ob sie es verdient hätten, reich geboren zu sein. Ich bitte euch, wacht endlich auf, Leute. Vielleicht sollte ich Hervatinos Angebot annehmen und mich zur Frachtabteilung von Trident versetzen lassen. Ehrliche Arbeit und niemand, der die Nase über mich rümpft. Klingt verlockend. Aber das Trinkgeld dürfte schlechter sein, oder? Ne? Jetzt mal Butter bei der Fische. Oh! Ach ja, stimmt. Dies ist eins von die durchsichtigen Folien von Chunks. Darf ich nicht essen? Das ist Diebstahl. Ihr würdet mich töten wollen. Das weiß ich. Oh Gott, wie schön diese... Einfach mal das Sci-Fi-Design von Starfield ist. Ganz vergessen. Oh, hier geht's ja noch weiter. Hier liegt bestimmt irgendwo ein Heftchen rum. Nicht mal einen Apfel darf ich nehmen. Es alles abgezählt, ne? Sie sind Captain Rokoffs Gast, richtig? Ja. Willkommen an Bord. Ich freue mich auch, ist das Keto? Rokoff ist einer der lässigsten Kommandanten, unter denen ich je gedient habe. Er verhält sich fast gar nicht wie ein Captain. Sie sieht so ein bisschen aus wie Carmella Soprano. Sie sind Captain Rokoffs Gast, jetzt richtig? Haben wir alles besprochen, ne? Laut Captain Rokoff haben Sie freien Zugang. Okay, jetzt haben wir wirklich alles. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Wollte nur gucken. Lieber mal Quickspeichern, nicht, dass ich aus Versehen hier, ganz aus Versehen, einen Fünf-Finger-Discount mache, der mir den Tod bringen würde. Ja, schön weiterputzen. Wo sind denn hier die Superreichen? Wo kann ich mich denn einschmeicheln? Ist vielleicht einer von YouTube hier? Könnte vielleicht meine Retention Rate erhöhen? Mit so einem Drehapparat? So einem großen Hebel, das wäre toll. Ich würde mich riesig freuen. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Sternensaal, da müssen wir hin. Das ist ein Ladebereich. Nichts Carmella. Ausblick aus dem, ich freue mich, genau so. Grüß den Tony. Wo auch immer er gerade ist. Ja. Schicker Eiskübel. Ah, Credits. Das kriegt doch keiner mit. Andresa. Oh, du kannst dich ja super tarnen. Du solltest dir klar. Oh Gott, ich wurde erwischt. Das gilt nicht. War alles nur ein böser Traum. Andresa, wir müssen uns aber eins merken. Hier wird nicht geklaut, okay? Egal, wie verlockend die Beute auch aussieht. Hier, die Credits müssen wir liegen lassen. Oh, wie schön. Wie immersiv. Hallo? Im Interesse der Sicherheit aller möchte ich Sie bitten, die Crewmitglieder und Sicherheitskräfte an Bord nicht zu behindern. Nicht zu behindern. Nicht zu belästigen. Hörst du, Andresa? Hier darf ich rein, ne? Oh, jetzt wird's interessant. Luxus, Luxus, Luxus. Security. Bitte begeben Sie sich im Falle einer Abriegelung ruhig und geordnet in Ihre Kabine. Ich hab keine. Was mache ich dann? Ich bin ein außergewöhnlicher Fall. Sollten Sie eine Frage oder ein Bedürfnis haben, nutzen Sie bitte den Computer am Eingang. Ich habe keine Kabine, aber ich hätte so gerne eine. Ich muss mir noch das Penthouse kaufen in Neon.
Das habe ich nicht vergessen. Da geht's wieder um Wohneigentum. Sowas vergesse ich nicht. Das ist ein wichtiges Thema. Meine Altersvorsorge hier in Starfield. Warte mal, genug geschlichen. Jetzt hier wieder. Bei Fragen zur Sicherheit Ihrer Wertgegenstände kann Ihnen die Purserin. Die schickt mich zum Computer. Und du zur Purserin. Aufgrund eines bedauerlichen Unfalls können wir auf unbestimmte Zeit keine Weltraumspaziergänge. Das ist ja schade, aber kannst du mir was verkaufen? Reisende mit Kindern findet heute Abend plock, plock. In der Schiffsbibliothek Sirenas Märchenstunde statt. Okay, cool. Wenn Sie keine Sicherheitsangelegenheit zu melden haben, wende ich mich wieder. Dann wollen wir mal gucken. Wer von euch hat einen Namen, Gast der Gesellschaft? Es wäre schön, wenn die Drinks inklusive wären, aber bei Trident wird man eben ausgequetscht. Oh, come on. Ihr könnt euch das leisten. Wir bieten an jedem unserer Halte verschiedenste Ausflüge an. Die Details finden Sie in Ihrer Kabine. Ja, aber aktuell sind keine Weltraumspaziergänge zulässig. Das wäre das Einzige, was mich interessiert. Einfach spektakulär, nicht wahr? Das ist der Hammer, ne? Ich würde am liebsten rausgehen, aber das geht gerade nicht. Oh, wie einzigartig. Ballons hatten wir jetzt auch noch nicht, ne? Haben Sie die Canapés probiert? Die sind einfach furchtbar. Nee, mir hat's irgendwie den Hunger verschlagen. Ich wollte rausgehen, aber es geht einfach nicht. So schade. Gast? Und was führt Sie hier? Ach, guck mal, mit der können wir auch quatschen. Was kannst du mir über die Gesellschaft zum Erhalt der Erde sagen? Ich bin Silbermitglied der Gesellschaft, aber mir fehlen nur noch 100.000 Credits bis zur Goldstufe. Ich habe eine goldene ADAC-Karte. Zählt das hier auch? Hast du Informationen über den Erdenretterpreis? Letztes Jahr habe ich den Preis nicht bekommen, also habe ich dieses Jahr doppelt so viel gespendet. Vielleicht hilft das ja. Möglich, ne? Geld hat schon die ein oder andere Tür geöffnet, da muss ich dir recht geben. Und was weißt du über Larry Dombrowski? Dombrowskis Spenden sind beachtlich und der einzige Grund, warum wir ihn bei gesellschaftlichen Veranstaltungen tolerieren. Das ist ja nicht so gern gesehen bei euch, ne? War das alles? Ja, das war alles. Ich bin ja kein Journalist oder so. Ein wirklich edler Starliner. Nur das Beste für die Gesellschaft, was? Ja, aber was denkst du denn über die Gesellschaft? Nicht viel. Nur, dass die Gesellschaft jeden Monat diese großartigen Gala-Events veranstaltet. Mhm. Okay, und Informationen über den Erdenretterpreis? Ich weiß nur, dass der Preis an denjenigen verliehen wird, der am meisten zum Erhalt der Erde als historische Sehenswürdigkeit beigetragen hat. Okay, und Dombrowski noch? Ja. Er ist irgendein hohes Tier bei der Gerbank. Es heißt, er habe jemanden ersetzt, der beim Kreditbetrug erwischt wurde. Das sind doch alles korrupte Typen. Das war langweilig. Was soll ich denn machen? Da oben nur VIP-Gäste. Was führt Sie her? Darf ich da hin? Das Geschäft? Na, eigentlich der Weltraumspaziergang, aber das geht heute nicht. Im Prinzip könnte ich gleich wieder los. Sehr. In Zukunft finden alle Events der Gesellschaft auf einem Starliner statt. Gesellschaft? Fragezeichen. Es ist ein Jammer, dass die Erde in einem so schlimmen Zustand zurückgelassen wurde. Zum Glück unternimmt die Gesellschaft etwas dagegen. Ja, wir könnten sie wieder bepflanzen mit Moos oder so. Rote Moos? Erdenretterpreis? Fragezeichen. Der Preis ist so ein Witz. Der ist nur dazu, dass die Mitglieder der Gesellschaft sich selber für ihre Spenden feiern können. Mhm. Und Dombrowski? Ich weiß nicht, warum Larry an dem Event teilnimmt. Ihm sind alle Planeten egal. Die Erde ist keine Ausnahme. Offensichtlich geht es ihm nur um Publicity. Vergessen Sie nicht, etwas zu spenden. Nee, mach ich nicht. Alles in bester Ordnung. Na du? Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich auch. Gesellschaft? Die Gesellschaft wurde vor ungefähr 8 Jahren von Carl S. A. Worthington gegründet, einem prominenten Unternehmer aus New Atlantis. Mhm. Erdenretterpreis? Sheila Holbrooke ist dieses Jahr Vorsitzende des Preiskomitees. Die passt auf diese alberne Trophäe auf, wie auf ihr eigenes Kind. Ach hey. Gut zu wissen. Und Dombrowski? Larry? Dombrowski ist mit einer armen Seele verheiratet, die er ständig in New Atlantis zurücklässt, wenn er seine Geschäftsreisen macht. Das betonst du ja nicht umsonst, so. Ne? Ich glaube, wir wissen das schon mehr, aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher. Hallo, ich will ganz kurz in die VIP-Lounge, um zu gucken, ob da nicht irgendeiner dabei ist. Ob da irgendeiner dabei ist, der einen richtigen Namen hat. Ich speichere lieber mal. Ich darf, ne? Ja, ich darf. Ich darf überall hin. Gast. Ich freue mich auch, ne? Und du, Gast. Was führt dich hier? Ah, Larry.
Larry, da ist er. Okay, wollen wir zuerst mit ihm reden? Ich mache noch einen Speicherstand, sicher ist sicher. Dann haben wir zwei verschiedene, mit denen wir arbeiten können. Larry? Du kommst mir nicht bekannt vor. Kennen wir uns? Nein. Du bist nicht gerade die Sorte Mensch, mit der ich irgendwas zu tun haben möchte. Nee, das ist schon so offensiv. Nein, aber ich weiß, wer du bist. Natürlich tust du das. Auf der Siren wissen alle, wer ich bin. Ich bin sicher, dass wir noch nicht Bekanntschaft geschlossen haben. Also will ich so nett sein und dich warnen, bevor du etwas Törichtes tust. Ich lege dir nahe, deine Worte mit Bedacht zu wählen, wenn du mich ansprichst. Sonst läufst du Gefahr, dass es deine letzten werden. Wir sind hier fertig. Guten Tag. Oh, warte. Das ist ja ein Typ. Ich quatsche noch mal an. Und wieder unterhalten wir uns. Wunderbar. Ich könnte mir wahrlich keinen besseren Zeitvertreib vorstellen. Es wird einen Grund geben, warum du hier alleine sitzt. Du bist definitiv in irgendwelche krummen Dinger verwickelt. Oh, glaubst du, du hast den Fall geknackt? Bravo. Ja, war schon dumm von uns, stimmt schon. Ich weiß nicht, warum du meinst, mich belästigen zu müssen, aber ich kann dir versichern, dass das ein potenziell tödlicher Fehler war. Vielleicht ist dir nicht klar, wie weit mein Einfluss reicht, oder vielleicht bist du einfach nur dumm. Fürs Erste kann ich ein Auge zudrücken. Hunde, die bellen, beißen nicht. Nochmal. Geh mir aus den Augen, verdammt. Okay, hat sich schon erledigt. Gut, dann mal weiter, bitte. Hallo? Hallo, guten Sind Tag. Sind Sie Mitglied der Gesellschaft? Ja, irgendwie schon, aber auch nein. Es wäre schön, wenn die Drinks... Gesellschaft? Die Gesellschaft muss die Erinnerung an die Erde in unseren Herzen am Leben halten. Ich trage dazu bei, indem ich dieses spektakuläre Event besuche. Du bist wegen dem Gratis-Alkohol hier, ne? Ich auch. Erdenretterpreis. Sheila Holbrook ist dieses Jahr Vorsitzende des Preiskomitees. Ihr eigenes habe ich schon gehört mit dem Kind, ne? Und Larry. Aber nicht so laut, der sitzt hier gleich um die Ecke. Larry ist bei der Galbank A-Level Führungskraft. Was bedeutet, dass er auf Knopfdruck auf alle Konten zugreifen kann? Uff. Meine Güte. Ich wünsche noch viel Spaß. Ein einflussreicher Mann. Ich bin beeindruckt. So, weiter. Ich hoffe sehr, in Zukunft finden alle Events der Gesellschaft... Ja, wo ist denn Sheila? Ist das hier irgendwo gemarkert? Da wäre ein Missionsziel. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Töte Larry. Oh Gott, ja, aber nicht hier. Ich möchte ihn unbedingt töten. Aber wir müssen auch weiter die Gäste befragen und dann mit Sheila sprechen. Wahrscheinlich ist das der Marker für Sheila. Vielleicht ist das einfach nur so ein Counter. Wir müssen so und so viele Gäste bequatschen und dann bekommen wir eine andere Antwort. Gesellschaft? Fragezeichen. Wenn man beitritt, schicken sie einem ein kleines Stück Erdgestein. Steht auf meinem Schreibtisch. Erdenretterpreis. Sheila Holbrook ist dieses Jahr Vorsitzende. Okay, das mit dem Kind haben wir. Larry? Er verbringt viel Zeit mit Claudia Swist. Sehr viel Zeit, wenn du verstehst. Seine Frau weiß bestimmt nichts davon. Claudia. Oh, das war's. Aber ich sag nicht, dass ich's von dir hab, Mutti. War das alles? Es war alles. Okay. Tschüssi. Larry. Hast du die Canapés probiert? Oder warte mal. Nee, das sollen wir gar nicht machen. Was stand da jetzt? Sprich mit Claudia Swist. Genau. Und dann soll sie mit Larry reden. Darf ich da hochjetten? Oh. Ich habe zu viele Speicherstände. Beschwerden über ihre Reise. Gibt's da keine Mod, dass ich unendlich haben kann? Möglich, wa? Wow, das macht mir jetzt ein bisschen Angst, aber es wurde gespeichert, ne? Es wurde gespeichert. Oh, wow, das ist aber jetzt ganz neu. Kann ich da einfach von hinten Dinge löschen? Wie viele Speicher kann ich ganz kurz hier runter scrollen? Das sind doch mega viele bestimmt, ne? Oh ja. Muss ich mich drum kümmern. Aber ich ignoriere das Problem, bis es noch mehr Hand und Fuß hat. Ich will da hoch. Jeder, das kriegen wir... Nein, kriegen wir nicht hin. Hätte ja klappen können. Ich glaube, es liegt doch am Jetpack, ne? Wir wollten das ummodeln. Richtig, das ist noch ein... Einfaches Boostpack, richtig. Und wir wollten da was anderes rauffriemeln, aber da fehlen uns noch die Perks. Eins nach dem anderen.
müssen hier erstmal wieder landen. In Starfield, WC. Ich glaube nicht, dass ich über das WC hoch zu Claudia komme. Aber mal kurz gucken, können wir ja trotzdem. Wow, so viel Toilettenpapier. Das gibt es ja nicht. So, wie kommen wir hier hoch? Ah, Treppe. Die gute alte Treppe. Ist das Claudia oder Sheila? Gästesuiten. Ist das ja schön. Und immersiv, Mann. Absolut. Ist das wichtig? Das Sheila, nein, noch. Wobei, wollen wir das erstmal fertig machen? Die Hauptaufgabe ist ja Larry. Ne? Richtig, 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 richtig. Dann erst Sheila und danach Larry. Nicht, dass wir dazu gar nicht mehr kommen. Wir ignorieren das erstmal, ne? Eine weitere Anzeige, die wir wegdrücken. Sheila, meine Gute! Ja? Ich hoffe, es ist wichtig. Ich bin mit den Vorbereitungen für die Preisverleihung beschäftigt. Alles cool. Alles cool. Ich habe gehört, dass du die Verantwortung für den Erdenretterpreis hast. Nee, wir fangen unten an, ne? Ist es nicht riskant, die Preisverleihung auf einem Starliner abzuhalten? Ganz und gar nicht. Mir wurde versichert, dass dieses spezielle Schiff mit der modernsten Sicherheitstechnologie ausgestattet ist. Ich bin absolut überzeugt, dass Trident Luxury Lines unsere Sicherheit garantiert. Naja, und wann findet die Preisverleihung statt? In ein paar Tagen vermutlich. Ich will mit dem Transfer warten, bis wir sicher im Orbit unseres Zielorts sind. Wenn ich natürlich ständig unterbrochen werde, findet die Verleihung vielleicht gar nicht statt. War das eine Spitze gegen mich, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich habe gehört, dass du die Verantwortung für den Erdenretterpreis hast. Stimmt das? Stimmt, ja. Genau genommen Hände hoch, war ich in den letzten sieben der neun Jahre seines Bestehens mit seinem Transfer betraut. Warum fragst du? So. Wurde der Preis schon einmal gestohlen? Überhaupt nicht verdächtig, die Frage. Während meiner Zeit? Oh, natürlich nicht. Es gab einen bedauernswerten Zwischenfall, als mein Vorgänger versucht hat, den Preis meistbietend zu verkaufen, aber das wurde schnell unterbunden. Diese Person wird den Rest ihres Lebens in einem UC-Gefängnis verbringen. Na gut. Und was meinst du mit dem Transfer? Nun ja, der Erdenretterpreis ist einzigartig. Allein die blauen Diamanten sind unersetzlich. Nachdem wir nicht jedes Jahr einen neuen Preis produzieren können, wird er von Gewinner zu Gewinner weitergegeben. Ich überwache den Transfer und sorge dafür, dass die Sicherheitsvorkehrungen beim Transport und am Zielort ausreichen. Mhm. Der Preis ist wunderschön. Ich würde ihn gerne sehen. Ja, wunderbar, nicht wahr? Absolut unbezahlbar. Aber du musst leider bis zur Verleihung warten, um ihn in all seinem Glanz zu sehen. Er ist viel zu wertvoll, um ihn irgendwo anders als im Haupttresor im Büro der Pörserin aufzubewahren. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich habe Wichtigeres zu tun, als mit jemandem wie dir zu sprechen. Oh, wie gemein, ey. Okay, optional finde heraus, wie du den Safe der Pörserin öffnen kannst. Ist das hier markiert? Bist du die Pörserin? Momentan ist Aurora auf Trident Starliner nicht erlaubt. Wir setzen uns aber dafür ein, das zu ändern. Okay. Alles in bester Ordnung. Kann ich hier rein? Ist das der Safe? Entdecker-Rucksack? Nee. Das ist er nicht, ne? Das wäre ja auch zu einfach. Oder sind das jetzt beide Marker, die übereinander liegen? Auf den Gäste, also hier im Gäste-Suiten-Bereich. Das ist möglich. Haben wir da einen Marker? So, mal gucken. Mal gucken. Tatsächlich. Achtung, ja, ich weiß. Das wird mir das jetzt immer angezeigt? Achso, das war wegen dem Autosave, ne? Wie unimmersiv. Wer ist jetzt hier? Die Pörserin? Oh, der Soundtrack, ne? Bist du die Pörserin? Wenn das die Definition von Dekadenz ist, dann weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Also wirklich? Ist aber echt schön hier, ne? Absolut. So. Safe der Pörserin. Oh, da, Pörser, da steht's hier. Wer lesen kann. Andresa, kannst du lesen? Weiß ich nicht. Sie hat noch nichts vorgelesen. Oh, oh, oh. Ach so. Entschuldigung. Das ist der Safe, ne? Der Schutzraum. Du wirst verlangt in der Lobby. Meine Gute. Vielleicht können wir sie überzeugen. Wenn die Reise nicht zur vollsten Zufriedenheit verlaufen sollte. Ich wittere ein Überzeugungsminispiel und werde vorsorglich etwas nehmen.
auch um meine Laune so ein bisschen aufzuhellen. Was konnten wir denn da nehmen? Nein. Da, genau. Hypolyta, richtig. Oder Lamour, Paramour, irgendwas war doch da, ne? Genau, da steht es, ja. Paramour, richtig. Ich musste gerade wieder an Gigi D'Agostino denken. Dann nehmen wir das auch. Auf den guten Gigi, hallo, hallo, hallo. Willkommen im Büro der Pörserin. Ich bin die leitende Pörserin Murata. Was kann ich für dich tun? Was genau macht eine leitende Pörserin auf einem Starliner? Eine hervorragende Frage. Ich trage die Verantwortung für die gesamten Finanz-, Zoll- und Warentransfers der Siren. Mir macht die Arbeit wirklich Spaß. Ich treffe eine Menge Leute in jedem Hafen, anstatt ständig unter Deck festzusitzen. Wären meine Wertgegenstände hier im Tresor auch sicher? Oh, absolut. Der Tresor ist magnetisch versiegelt und durch mehrere Schichten voll schadensresistenter, vakuumsicherer Platten geschützt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass unser Schiff geentert und der Alarm ausgelöst wird, wird der Safe permanent versiegelt, bis wir den Hafen erreichen. Für den noch unwahrscheinlicheren Fall, dass das Schiff zerstört wird, können deine Hinterbliebenen dein Hab und Gut aus dem Wrack bergen. Du kannst dir also vorstellen, dass dein Eigentum vollkommen sicher ist, bis du es wieder aus dem Tresor holst. Oder meiner Nachkommen, wie du gerade gesagt hast. Ich würde mir gern den Erdenretterpreis ansehen. Ich habe ihn selbst nur kurz gesehen. Aber er ist wirklich wunderbar. Leider ist das Objekt in unserem Tresor weggesperrt. Und der lässt sich nur durch Vorlage einer Abhol-ID öffnen. Ah. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Nein, das wäre alles. Wir brauchen die Abhol-ID. Danke, das wäre alles. Naja, wobei, stopp. Hast du nicht zufällig bei Mirror's Edge mitgespielt? Schöne Reise noch. Bis Dani, ne? Oh, wir können weiterquatschen. Was genau macht eine leitende Pörserin auf einem Starliner? Eine hervorragende Frage. Warte mal. Ich trage die Verantwortung. Mir macht die Arbeit wirklich Spaß. Das hatten wir jetzt schon, ne? Ich war nur ein bisschen irritiert, dass das jetzt wieder weiß war. Das hatten wir auch, aber das hier nicht. Was hältst du von Captain Rohkost? Sorry, Trident sieht es nicht gern, wenn wir über unsere persönlichen Gefühle gegenüber anderen Crewmitgliedern reden. Überzeugen. Ui. Nehmen wir natürlich. Präfix nehmen wir immer. Wir haben extra dafür auch Drogen genommen. Wenn da irgendwas mit Rohkost ist, dann würde ich das nur allzu gerne wissen. Ich will meinen Job behalten. Warum sollte ich dir das sagen? Kannst bestimmt bei Mirror's Edge 2 wieder mitmachen. Die machen das bestimmt irgendwie. Catalyst Teil 2. Ich brauche nur Informationen. Die Sache wird nicht auf dich zurückfallen. Wir hätten speichern sollen, ne? Schande. Okay. Ja. Geht nicht. Ich hab doch Drogen extra genommen. Leider. Oh, jetzt noch Einser antworten. Es gibt sicher einen Weg, wie wir hier beide zufrieden auseinandergehen. Das hoffe ich auch. Oh nein, nur noch ein Zug. Wir müssen Fünfer nehmen. Müssen wir. Ich habe keine Lust mehr zu fragen. Raus mit der Sprache, aber sofort. Ich würde es dir ja gerne sagen. Na, machst du jetzt auch? Aber das weißt du nicht von mir. Nein. Verstanden? Ich will meinen Job nicht verlieren. Alles klar, Face. Ich mag Captain Rohkost, aber ich glaube, er hat sich mit gefährlichen Leuten eingelassen. Wie hat bitte? Hat mal ein paar Papiere in sein Quartier gebracht und eine Slate mit einer Nachricht von einer Person namens Delgado entdeckt. Normalerweise wäre das nichts Besonderes, aber da wurde die Crimson Fleet erwähnt. Die Piraten. Ist das zu glauben? Verrückt. Wenn du dir die Slate holen willst. Sie sollte noch in seinem Quartier sein. Irgendwo. Oh, dann können wir damit die UC füttern und weiter effektiv als Doppelagent arbeiten. Der Captain ist sowieso... Ich wünsche eine gute Reise. Oh Gott, ihr Kopf, was war denn das bitte? Oh Gott, ich muss hier ganz schnell raus. Gut, okay, wir brauchen die ID, wir müssen zurück. Die ID ist da drüben. Los. Wir haben noch keine Zeit. Block. Bitte folgen Sie den Gästen. Machen wir. Ja, wir wissen Bescheid. Oh, sie ist schon wieder. Sheila, Mensch. Ich hoffe, da bin ich wieder. Müssen diese ungebetenen Unterbrechungen sein? Ich bin sehr beschäftigt. Mhm.
Ja, leider. Ich brauche deine Abhol-ID für den Erdenritter. Sag mal. What the heck? Wer schreibt das? Aber ich find's trotzdem irgendwie gut. Wie bitte? Ja, eben. Und warum um alles in der Welt sollte ich etwas derart Dummes tun? Eine gute und berechtigte Frage. Warte mal, stopp. Hier müssen wir auf Nummer sicher gehen. Das wir buffen nochmal nach. Aber mit dem etwas stärkeren. Ich muss kurz speichern. Ja, wir sind unserem Clan. Ist die Festplatte gleich Platz? Ja, wir wissen Bescheid. Hör doch mal auf. Ach so, nee, ich wollte hier hin. Auf B. Nee. Tab. Oh, warte. Das kommt jetzt die ganze Zeit. Wenn nicht, muss ich ganz kurz aufräumen gehen. Paramour ist noch am Start. Plus 25%. Kann man das nicht stacken? Geht das nicht? Hilfe. Wir haben jetzt Lamour Paramour genommen und hätten auch das hier. Nochmal plus 20%. Nicht, dass ich jetzt nur noch 20% habe. Block. Ja, ich weiß. Weiter. B wieder. Nee, es bleibt bei 25%. Können wir nicht überschreiben? Na gut. Müssen diese Just give it a try. So, Abhol-ID. Ja, Sheila. Und warum? Ich bitte dich. Gib mir einfach die Abhol-ID, damit ich mich auf den Weg machen kann. Es ist wichtig. Und warum in alles in der Welt sollte ich so einer Forderung nachgeben? Oh, warte, Sechse. Aber ein bisschen hatten wir da auch schon gelevelt. Gab vielleicht klein einsteigen. Es gibt doch keinen Grund für uns ein Problem zu haben, oder? Sheila? Ja, kenne ich. Ja, kenne ich. Das ist gut. Jetzt zwei, okay? Und danach Full Frontal. Das höre ich gern. Ich bin noch redebereit. Und jetzt brauchen wir irgendwas mit 3 oder 5. Mehr kann man nicht machen. Wird Zeit, dass du mit der Sprache rausrückst, Sheila. Ich halte das für keine gute Idee. Oh Mann. Das ist völlig absurd. Ich gebe dir gar nichts. Das war sie beklauen, ne? Das will ich aber auch meinen. Überhaupt so eine dumme Frage zu stellen. Ja, also klug war das wirklich nicht. Muss ich dir zugeben? Können wir überhaupt klauen? Wir können gar nicht klauen, ne? Das geht nicht. Ach Mensch, Sheila, musste das jetzt sein? Ach ja, wir hatten ja abgespeichert. Noch ein Punkt. Sheila, komm schon. Wir finden bestimmt eine Lösung. Na, schön, geht doch. Dass du meine Situation verstehst. Mhm. Oh, nimm das verdammte Ding endlich. Als ob, herrlich. Vielleicht können wir das für uns behalten? Wenn der Preis verloren geht, muss die Versicherung nicht unbedingt involviert werden. Okay, natürlich, natürlich. Aber nicht, dass wir beim Rausgehen irgendwie kontrolliert werden, abgetastet werden. Mhm. Und direkt wieder rüber zum Safe der Purserin. Der da drüben war. Aber jetzt, ob die das mitbekommt? Ist sie die ganze Zeit hier? Ich darf hier hin. Ja, ich darf doch bestimmt hier hin, oder? Zack. Einfach mal hier schön die Tür aufmachen. Kann sie überhaupt durch die Scheibe gucken? Ich meine, sie ist ja auch nur ein NPC. Oh mein Gott, wie bitte was? Outfit schlecht Wetter? Nee, das brauche ich nicht. Overall braun? Haben wir schon auf dem Schiff Kohle? Nicht für so wenig Kohle, da mache ich jetzt keinen Diebstahl. Waffenkoffer. Nein, was wird da schon drinne sein? Ist das jetzt illegal oder nicht? Safe Scam. Ach, guck mal. Stich mal rot, steck ein. Optionales Ziel abgeschlossen. Und jetzt geht es zu der Affäre. Hier drüben. Oh, da sitzt sie auch schon. Nabend. Hallo. Claudia. Sorry, kenne ich dich? So eine richtige Trophy-Wife? Hm, ja, du hast gewaltigen Ärger. Okay, das ist mal ein interessanter Einstieg in eine Unterhaltung. Hör lieber auf mit dem Scheiß, bevor ich meinem Partner sage, dass du mich belästigst. Man sollte ihn nicht sauer machen. Du meinst Larry? Dein Partner ist nicht zufällig Larry. Wer? Kannst du bitte die Spielchen lassen? Was willst du? Geld. Nein, warte mal, stopp. Ich weiß von deiner Affäre mit Dombrowski. Oh mein Gott. Soll das ein Witz sein? Woher... Ah, dieser Idiot. Ich habe Larry gesagt, er soll seine Klappe halten. Aber nein, er muss ja unbedingt seine Freunde beeindrucken und mit mir angeben. Pass auf, ich bin schon lange genug in dieser Branche und weiß, wie das Spiel funktioniert.
Sparen wir uns das Gerede und bringen es hinter uns. In welcher Branche? Was muss passieren, damit wir beide glücklich sind? Kohle? Nein. Nein, nein, nein. Ich gebe dir Geld. Ach so, wir geben ihr Geld. Oder überzeugen. Aber die Kohle können wir ihr danach ja immer noch geben. Bist du bereit, deinen Galbeck-Zugangspass abzutreten? Du bist nicht gerade sehr clever, oder? Ich bin C3-Managerin bei Galbeck. Mein Zugangspass öffnet genau zwei Türen. Den Haupteingang und die Damentoilette. Wenn du das wirklich willst, darfst du ihn gerne haben. Okay, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir immer noch auf Überzeugungsdrogen sind. Deswegen versuchen wir es. Ich brauche nur etwas Belastendes über Dombrowski. Wenn ich dir belastende Infos über dieses Arschloch Dombrowski liefere, bringe ich mich nur in Gefahr. Warum sollte ich das tun? Weil ich Tabletten genommen habe. 6-0. Ich arbeite undercover für die UC System. Klar doch. Und ich bin die Prinzessin von Jameson. Oh, es ist mir eine Ehre. Willst du mich für dumm verkaufen? Naja, die Crimson Fleet will diese Information haben. Wir springen von der UC zur Crimson Fleet. Mal gucken. Was zur Hölle? Dombrowski hat sich mit der Crimson Fleet eingelassen? Okay, ich habe es verstanden. Weißt du was? Die ganze Sache hier macht mich echt sauer. Larry und ich hatten einen perfekten Plan, der uns Tausende von Credits eingebracht hätte. Aber? Und dann muss er alles vermasseln. Ach komm, Larry, was soll denn das? Ich verstehe das nicht. Dein Zorn richtet sich gegen Dombrowski, obwohl du für das Scheitern des Plans mitverantwortlich bist. Wenn du jeden Tag mit ihm zusammenarbeiten müsstest, würdest du es verstehen. Er ist ein widerliches Schwein. Ganz einfach. Ja, okay. Eins nach dem anderen. Wenn du den Typen so hast, warum hast du ihn dann eben noch verteidigt? Ich wusste nicht, wer zur Hölle du bist. Hätte ja sein können, dass du für Dombrowski arbeitest. Das nennt man cool bleiben. Solltest du mal probieren. Okay. Pokerface, von wie vielen Credits reden wir hier? Verrate ich dir nicht. Sagen wir einfach, komm schon, bitte. Es ist genug, dass ich lange ins Gefängnis gehen würde, wenn die Galbeck es rausbekäme. Mhm. Du bist wütender auf Dombrowski, als ich dachte. Oh, wütend ist ja gar kein Ausdruck. Der Plan war super. Larry hat es mit mir und einem anderen Kerl ausgetüftelt, Gabriel Vera, einem hohen Tier bei der UC Security. Ich habe die Transaktion manipuliert, Larry hat sie aus dem System gelöscht und Vera hat uns die Bullen vom Hals gehalten. Wir haben die Galbeck monatelang ausgenommen. Es lief alles bestens, bis ich gemerkt habe, dass Larry uns übers Ohr gehauen hat, indem er die Transaktion zu seinen Gunsten verändert hat. Schweinhund, aber wirklich? Glaubst du, er hat dich nur ausgenutzt? Oh, ich weiß, dass er mich nur ausgenutzt hat. Während er mir erzählt hat, wie sehr er mich liebt, hat er mich die ganze Zeit nur als Mittel zum Zweck verwendet. Warum hast du ihn nicht zur Rede gestellt? Ich wollte ihn auf Jameson zur Rede stellen, aber dann hat er mich auf diese kleine Sternenkreuzfahrt eingeladen. Erste Klasse, all-inclusive, das volle Programm. Ich dachte mir, das nehme ich noch mit und koste es aus. Schlawinermiete, aber wirklich? Okay, und warum hast du keine Angst, dass ich das Ganze melde? Das machst du nicht. Du bist nur hier, weil du irgendein krummes Ding abziehen willst. Würdest du uns melden wollen, wärst du schon mit den Behörden an Bord gekommen. Ja, da ist was dran. Wenn du dich rächen willst, gib mir Beweise, die ich gegen ihn verwenden kann. Ich wünschte, ich hätte welche. Vielleicht solltest du mit Gabriel Vera reden. Der müsste hier auch irgendwo sein. Vera? Wenn er nicht kooperieren will, erwähne einfach meinen Namen. Dann wird er sicher hellhörig. Oh, okay. Viel Glück, du wirst es brauchen. Wird das markiert? Ist auch... Okay, warte mal. Ach, das geht hier weiter, ne? Warum? Nee, Quatsch. Was haben Dombrowski und Vera zu dem Galbeck-Plan beigetragen? Was soll das werden? Eine Abhandlung? Na gut. Bisschen Smalltalk. Vera arbeitet für die UC Security. Also überwachte er die internen Kanäle auf jegliche Meldungen zum Thema Galbeck. Eine Art Frühwarnsystem. Und Dombrowski sorgte dafür, dass meine Kryptomanipulation von der automatischen Buchprüfung der Galbeck nicht erfasst wurde. Das können nur die ganz hohen Tiere, also mussten wir ihn beteiligen. Daran führte kein Weg vorbei. Okay, und was genau läuft zwischen dir und Dombrowski? Was glaubst du denn, was da läuft?
Ich nutze den Idioten nur aus, um zu kriegen, was ich will. Und wenn ich ihn dabei zerquetschen muss, dann sei es so. Lass mich eins klarstellen. Larry Dombrowski ist kein Engel. Was auch immer ihm passiert, geschieht ihm recht. Ach so, alles klar. Knick, knack, du weißt schon. Du klingst genauso manipulativ wie Dombrowski. Habt euch eigentlich verdient? Das ist vielleicht gerade nicht besonders hilfreich. Egal wie wahr es sein mag. Wir haben doch schon, was wir wollten. Was fällt dir ein, über mich zu urteilen? Du kennst das Arschloch nicht so gut wie ich. Dieser menschliche Abschaum würde dir in den Rücken fallen und das Messer in der Wunde umdrehen, solange es sich für ihn lohnt. Ich wollte ihn von Anfang an nur nach Strich und Faden ausnehmen und ihn dann seinem Schicksal überlassen. Nicht übel für eine einfache Girlbank-Angestellte, was? Naja, gut. Was hast du zu dem Girlbank-Plan beigetragen? Ich habe einen Algorithmus programmiert, der eine zufällige Anzahl von Geister-Credits erzeugt, mit den gleichen Kryptoschlüsseln wie von echten Credits. Die Geister-Credits werden dann einfach in legitime Transaktionen der Bank eingespeist, während die echten Credits auf einem Scheinkonto landen. Und das Beste daran, bevor die echten Credits auf unseren Konten landen, ändere ich die Kryptoschlüssel wieder. Das Geld in unseren Taschen ist sauber. Es sieht also so aus, als wären die Transaktionen der Bank alle gedeckt. Dabei sind das nur unsere Geister-Credits. Ziemlich clever, was? Also doof, es ist auf jeden Fall nicht. Dankeschön, das wäre alles. Ich hoffe, du zeigst es, Dombrowski. Bis dann, ne? Wir sehen uns. So, ist das alles markiert? Ich würde am liebsten jetzt als allererstes in die Kabine des Captains gehen. Ist das hier schon verordnet irgendwo? Vielleicht bei Aktivitäten? Nein. Ach, guck mal, das können wir auch überprüfen, ob das hier endlich mal gefixt wurde. Aber nicht sofort. Beweis, lass da, ne? So, nach Beweisen. Ist das hier markiert dann? Nein. Nein, nein, nein. Zu früh gefreut. Das können wir ausschalten. Müssen wir echt manuell jetzt? Nach der Kajüte des Captains suchen? Ist wahrscheinlich, ne? So. Ja. Ich denke schon. Sollte kein Problem sein. Finden wir schon. Irgendwo. Ist das die Kabine des Captains? Oh, wir können hier rein. Aber das sieht sie, ne? Aber nicht, wenn ich hier bin. An der Ecke. Oder? Ich will es jetzt auch nicht vergeigen. Benutzen. Oh, das ist ihr. Das ist ihre Kabine. Passagierprofil. Swiss Claudia. Status Einzelfahrt. Kurzstrecke ohne Rücktour, aktuelle Aufenthaltsdauer Einzeltour, Aufenthaltstyp Deluxe, spezielle Anweisungen, im Notfall bitte in der Passagierkabine von Dombrowski Larry den aktuellen Aufenthaltsort der Passagierin prüfen. Überhaupt nicht auffällig, kein Zugang ohne gültigen Zugangspass. Das wollen wir doch mal sehen. Also die Tür konnte ich knacken, ne? Und hier? Ich muss nur die Tür knacken. Andresa, ich brauche nur einen ganz kleinen Winkel. Und speichern sollte ich vorher. Achso, ich habe zwischenzeitlich einige Saves gelöscht. Oh, packe. Das ist das erste Mal. Knacken mit dem Digi-Dietrich nach der Pause. Meine Güte. Blau war alles, ne? Genau, blau war alles markiert, wenn der aktuell ausgewählte Schlüssel hier zutreffend ist. Ich verstehe. Und von groß zu klein. Haben wir einen Viererschlüssel? Nein. Aber wir haben einen Dreierschlüssel. Vielleicht einen, der draußen passt? Gar nicht. Doch, hier. Den nehme ich. Den nehme ich. Mäuschen Elli. Sie ist übrigens auch wieder da, ne? Sie war nie weg. Block. Block. Und dann hier wieder ein Dreier. Haben wir so einen schönen Zweier. Gilt das? Ne, warte mal. Oh, vorsichtig. Oh, vorsichtig. Oder? Ist alles okay? Nein, das ist es nicht. Wir bräuchten so ein... Ach, hier. Diesen hier nehme ich. Nehme ich. Und dann, vorsichtig, haben wir einen Einer. Wir haben einen Einer. Wir sind drinne, Gottverdammt, ja. Ein gutes Omen. Gelingt dir das, bevor wir entdeckt werden? Wir wurden nicht entdeckt. Wir wollen hier nur ein bisschen gucken. Macht die Zimmertür zu, ne? Oh, wie die nebelt, die Andresa. Das ist ein Parfüm oder sowas, ne? Hier können wir auch rein. Was ist denn das dann, bitte? Können wir die Tür bitte zumachen? Wie kann ich... Wo kann... Ach, hier! Ach, das waren ja so eine Türen. Willkommen in der Zukunft. Also wirklich, Einsteiger. Nicht unterschätzen, ne? Es kostet jetzt auch kein Digi-Dietrich mehr,
hier neu anzusetzen. Richtig, das war's. Das stand irgendwo bei Patch Notes. Wollte ich nur mal erwähnt haben, ne? Gut, hätten wir das geklärt. Du und du. Diese beiden Zweier sind es. Nun, den Dreier. Aber richtig, wie sich das gehört. Der Rest ist Muscle Memory. Flop, flop, flop. Danke sehr. Ui. Oh. Diggi Dietrich. Plus, minus, null. Aber die Erfahrung. Und futtern. Immer schön futtern. Nein, nein. Ein scharfer Kontrast zu den Crew-Quartieren. Anzug modisch, das haben wir doch alle schon, ne? Formell. Oh! Oh, 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 nehme ich mit. Ist genommen. Hier nichts, da nichts. Westenanzug haben wir schon. Immer schön die Sammlung waren. Sofa. Nicolas Nickleby haben wir schon. Ich würde gern Chunks Schoko futtern. Oh mein Gott, wie lecker. Einfach mal so ein viereckiger Würfel aus Schokolade. Das war's, ne? Großartig. Amazing. Warte mal, ist das eine Tür? Ist das ein Balkon? Es geht ja noch weiter. Das Bett ebenfalls nicht gemacht, ne? Die Leute machen einfach ihr Bett nicht in Starfield. Was für eine Frechheit. Dusche? Ne. Hier noch irgendwas zu essen? Eventuell große Erwartungen. Neons-Gangkultur, haben wir alles? Schlechte Leute, schlechte Witze. Nein, haben wir auch alles. Bettchen schlafen. Wir könnten. Oh, hier. Meine liebe Claudia. Auf eine Ausgabe von Oliver Twist. Wie ironisch. Transfer. Haben wir noch nicht. Echt nicht. Oder wird das hier nicht richtig angezeigt? Haben wir mitgenommen. Modisch. Nein, das ist alles jetzt geklärt. Erst den Safe und dann die Slate. Ich würde sagen, ja, Experte. Challenge accepted. Ein Dreier, na klar. Ein Vierer wird nicht passen, oder? Wir hätten hier einen Vierer. Nein. Nein. Es muss der Dreier sein. Und dann einen vernünftigen Zweier haben wir nicht. Oh, das ist eine Falle, ne? Das ist eine Falle, oder? Ja, das ist eine Falle. Ja. Glaube ich immer noch, dass das eine Falle ist. Wir müssen anders ansetzen. Dann mit einem anderen Dreier. Diesem hier. Geht das. Und dann den Zweier dahin. Nice. Plock, plock, plock. So muss das. Jetzt passt der Dreier wieder nicht. Dann brauchen wir noch was ganz Ähnliches. Das ist gut, ne? Ja, dich. Und das war... hast du. Und jetzt sind in Dreier... Aber wir müssten ihn ja nicht gezwungenermaßen benutzen. Wir sollten, glaube ich, ne? Der Dreier führt uns zum Ziel. Das ist es, ne? Und dann dich hier noch. Nee, doch nicht. Oh oh. Oh oh. Nein. Das geht nicht. Da würden auch zwei übrig bleiben. Da! Und den Dreier, wir haben's. Looks like we made it. Cola, Nuka, Cola, Cola. Beste Mod aller Zeiten. Nehmen wir. Und meine liebe Claudia. Gestern war einfach unglaublich. Das Restaurant war erste Klasse und du sahst umwerfend aus. Unsere gemeinsame Nacht nach dem Abendessen werde ich nie vergessen. Du weißt, dass ich alles für dich tun würde. Du musst einfach nur fragen. Ich sehne mich danach, für immer mit dir zusammen zu sein. Ich werde mich von meiner Frau trennen und diesen Teil meines Lebens hinter mir lassen. Hab noch ein wenig Geduld, Liebling. Ich werde es ihr bald sagen, versprochen. Ich liebe dich, jetzt und bis in alle Ewigkeit, Larry. Oh, er hat einen weichen Kern und den nutzen wir aus. Wir sind aber auch schlimm. War Andresa? Gelle? Meine Güte. Das wäre es hier, ne? Weiter. Weiter, weiter, weiter. Es sind hier noch mehr Luxus-Suiten, die ich... Oh, ist aber auch eine schöne Location, ne? Absolut. Nur Deko. Nur Claudia hat in Wirklichkeit ein Zimmer. Vera, da müssen wir doch hin, ne? Vera Gabriel. Vielleicht müssen wir sie auch vorher irgendwie bestechen oder so. Oder in die Mangel nehmen. Vielleicht sind da Beweise drin, ne? Weißt du, Andresa?
Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich wollte nur deine Aufmerksamkeit testen. Test fehlgeschlagen. Hätte sie die Macht, wäre das nicht passiert. So, nächster. Digi-Dietrich. Challenge-Punkt. Ja, aber ich will nicht von vornherein in einer benutzen. Doch uns bleibt keine andere Wahl, ne? Ja, das ist es. Zwirbelzweier. Nicht wirklich. Nicht schon wieder in einer. Ich traue der Sache nicht. Brauchen wir am Ende ganz oft. So. Ich kann mir dahin packen und dann in 3-1er. Oh, den haben wir sogar. Block. Oh, hier gerade einer. Oder ist das Ingame? War das Ingame oder? Naja, ist Berlin, ne? Es wäre nicht Berlin, wenn ich irgendwo einer bohrt bei dir im Haus. Alter, voller Fokus. Wir wollen uns auch die Toilette angucken. Sind wir ja gerade so schön drinne. Da ziehen wir das auch durch. Und dann ins Feuer. Geht das? Es geht. Überraschung, oh Überraschung. Du bist da. Und oh nein. So. Ja. Now we are talking. Kleiner Fehlversuch. 3-. Und die Chunks futter ich alle weg. Oh Gott, sind wir betrunken? War da Alkohol drin oder war der schlecht, Andrescher? Weiß ich nicht. Boom Pop Cola. Hat wir die nicht auch gemoddet gehabt? Ja, Nuka Cola Trinkpäckchen. Schön. Wunderbar. Ein tolles Spiel. Waffenkoffer. Mach mal auf. Oh. Was? Legendary Varun Pistole. Na, ein Glück haben wir hier den Bruch gemacht. Warum läuft da nichts? Block weg damit. Ach, Tür zumachen, ne? Sicher ist sicher. Okay. Ganz ruhig bleiben. Oh ja. Was bringt das Teil? Schlagen. Fügt bei Waffenschlägen doppelten Schaden. Oh Gott. Aufreißen. Verursacht beim Ziel zufällig einen Bluteffekt und Abprallschuss. Bei jedem vierten Schuss werden 2 Projektile auf einmal abgefeuert. Was für eine Feuerrate hast du? 12. Nehmen wir mit. Wir probieren sie aus. Just give it a try. Das war schon immer unsere Devise. Noch ein paar Chunks oder so. Veggie Jumbo Sandwich. Doch, das ist schon lecker. Ja. So, okay. Ebenfalls wieder nicht das Bettchen gemacht, aber wir haben noch ein Safe gefunden. Das geht in Ordnung. Na, du Poppe, du. Was? Haben wir noch nicht. UC Security Recon. Nimm mal mit. Und hier ist Security. Müssen wir alles noch reinkaufen, also sauber machen. Abwaschen, damit es keine Hehlerware mehr ist, ne? Mit dem Lappen. Urban. Er sagt, wir haben das nicht, aber Urban haben wir jetzt unterwegs schon aufgehoben. Modisch hatten wir jetzt schon. Da bin ich mir sehr sicher. Andrescher, lass mich mal das lieber machen. Das mit den Digi-Dietrichen. Wir haben 4er. 5er gibt's nicht, ne? 4er. Den richtig ansetzen, aber Vorsicht. Das sieht gut aus. Block, block, block. Und dann. Na dann hier und dann den Sprenkel-Dreier. Das ist es. Block, block, block. Nice. Schlechter WG. Aber die Kohle, die nimmt man natürlich mit. Und weiter. Da kann ich jetzt nichts machen, ne? Papiertücher. Neben dem Bettchen. Was das alles für unordentliche Menschen sind. Handtücher auf dem Boden. Wo sind wir denn, bitte? Also mal ganz, ganz im Ernst. Geht weiter. Aber da waren jetzt keine Erpressermaterialien dabei. Oh, hier waren wir schon, ne? Hatten wir schon geklärt. Ich mache die Tür auch wieder zu. Zieht hier, ne? Weiß ich. Ist manchmal ganz schön kalt auf so einem Raumschiff. Könnte am Weltall liegen. Schweinekalt da draußen. Ich könnte dir Geschichten erzählen. Wo geht's hier noch so hin? Oh, warte. Ist aber viel fluff, ne? Viele Türen lassen sich nicht öffnen. Und hier wohnt Sheila. Hier wohnt Sheila? Sheila? Die für den Preis zuständig ist. Hätten wir das auch hier über Sheilas Zimmer lösen können? Und du bist... Weiß ich nicht. Hier wird geputzt. Na du, alles klar. Also, er hat den Putzroboter reingelassen. Goldteller. Na du. Der Hauptsaal ist nur mit Sternensaalpass zugänglich. Ja, okay. Safe ist leer. Andrescher, bitte, hör auf damit.
Du Scherzkeks. Schlawiner-Mädchen, wie ich gesagt habe, springt die da einfach rüber. So, Sheila, natürlich, gucken wir uns Sheila ihr Zimmer an. Hier ist ja noch mehr Kram. Warte. Das ist ja richtig, also ansehnlich. Das ist ja digitales Sightseeing hier. Ich bin genau da wieder, wo ich sein wollte. In einem Bethesda-Rollenspiel. Aber ich speichere lieber mal. Naja, auch eben, weil Bethesda-Rollenspiel. Man weiß nie, was hinter der nächsten Ecke auf einen wartet. Und also, wenn das jetzt keine Exploration ist, dann weiß ich ja auch nicht. Den und einer. Wir hoffen, dass es keine Falle ist. Noch ein Vierer, der hier angesetzt werden muss. Und dann noch ein Zweier. Ja, das geht. Und wie das geht, den Dreier brauchen wir gar nicht. Aber diesen Vierer und diesen Einer, schon sind wir drin, ne? Ein gewaltsames Öffnen ist keine Option. Vorsichtig. Wer weiß, wer hier ist? Haben wir überhaupt schon in der Aufnahme? Doch, ganz am Anfang haben wir gegen den Mac gekämpft. Der neu sein muss im Spiel. Ne, hatten wir auch schon geklärt, ne? Ist eine Mod. Weiß ich, weiß. War nur ein Gag, ne? Und die Macs, die erwarten uns jetzt nahezu überall. An vielen Stationen. Es wird ein lustiger Kampf, wenn wir wieder auf ihn stoßen. Ja. Vorsichtig. Wir haben nur Dreier. Ja. Und wir fangen mit diesem Dreier an. Und dann mit diesem Zweier. Ich erkenne ein Muster. Nach all der Zeit ist das auch das Mindeste. So und dann noch. Ja, das ist es. Block, block, block. Und drin sind wir. Mikado für Anfänger oder so. So, was haben wir denn hier an Klamotten jetzt? Puppe? Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Puppe? Brauchen wir nicht. Puppe? Brauchen wir nicht. Neon City Gauner? Wann läuft bitte Sheila, eine Frau wie Sheila, mit Neon City Gauner Klamotten durch die Gegend? Das ist doch bestimmt ein Fetisch oder so. Möglich. Ja, wir machen ein Rollenspiel. Ich bin ein Neon City Gangster und du, naja, bist ein Obdachloser, dem ich Geld gebe für Dinge. Irgend sowas in die Richtung bestimmt. Und hier eine kleine Mode. Ja, Fanatikerin. Wollte jetzt nichts Falsches sagen, aber futtern tut sie gerne, wa? Futtern, futtern, futtern. Zack. Aber es ist ja nichts Schlimmes. Ich esse auch sehr gerne. Aber ich muss mich da ein bisschen zusammenreißen. Aber wer nicht? Wer nicht? Wer isst denn bitte nicht gerne? So, eins nach dem anderen. War das schon eine Falle? Sind wir schon reingetappt? Habe ich mich wieder verquatscht? Ist das möglich? Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Ja, okay. Wir gucken. Block. Den sehe ich doch hier nicht. Schade. Und dann noch ein Zweier. Das ist dieser. Ja, ja, ja. Die Kohle. Und den Wein. Nee. Heute nicht. Wir müssen noch arbeiten, Sheila. Das geht nicht. Wir können hier keinen Wein trinken. Was soll Sarah denken außerdem? Wenn wir jetzt hier anfangen, auf der Mission Wein zu trinken. Leger. Stimmt. Oh mein Gott. Ich glaube, das habe ich einmal falsch vorgelesen gehabt. Aber das kann doch mal vorkommen. Meine Güte. Die Geschichte der Sterne haben wir schon. Oder? Haben wir die Geschichte der Sterne? Bücher? Die Geschichte der Sterne haben wir sogar in der Tasche. Hier sollten wir mal aufräumen. Ja, machen wir auch irgendwann. Aber nicht jetzt. Machen wir es später. Mache ich vielleicht in einer No-Commentary-Aufnahme. Speicher mal. So, Sheila. Auch nichts Verdächtiges bei dir. Die Zimmerüberprüfung hat nichts ergeben. Weiter so. Ganz stolz auf dich sein. Ich habe diese Route schon mehrmals absolviert jetzt. Und kann Ihnen versichern, okay, dass es nicht... Wie sieht denn eigentlich der Erdenpreis aus? Den haben wir jetzt, ne? Richtig. Hier... Erdenretterpreis. Ach, ist nur eine Kiste. Schade. Kiste mit Kunststoffsynapsen. Das ist was Missionsbedingtes, ne? Wir haben zu viele Missionen angenommen. Auch so ein typisches Bethesda-Problem. Zumindest bei mir. So, wo ist denn du? Da unten, ne? Komme. Plock. Hi. Oh. Wie geht's deinen Gelenken? Das war jetzt gar nicht so schlimm, meine Güte. Gabriel, mein Guter, Mr. Vera. Hallo. Am Mittag. Für die Wohltätigkeitsgala hier?
Na, so ein bisschen. Erstmal Smalltalk. Nimmst du öfters an solch ehrenwerten Veranstaltungen teil? Oh, absolut. Ich bin sicher, dass diese Veranstaltungen die Kraft haben, alle Sünden zu vergeben und die Seele reinzuwaschen. Aber ich habe das Gefühl, du bist nicht hier, um nur über die Gala zu reden. Worum geht es hier wirklich? Er hat Lunte gewittert. Ich würde lieber über Larry Dombrowski reden. Dombrowski? Das ist der Manager, der drüben im VIP-Bereich des Ballsaals Hof hält. Nun, ich arbeite für die UC Security, nicht für die Galbank. Ich kenne ihn nicht persönlich. Echt mal, du arbeitest für die UC Security? Und hast kein Geld für einen Rasierer, meine Güte. Was führt dich auf die Siren of the Stars? Ehrlich gesagt, soll ich die Wohltätigkeitsgala im Auge behalten. Das ist vielleicht nicht so aufregend wie die Rettung einer Kolonie oder die Verhaftung von Kriminellen. Aber ich tue alles gerne, was den Frieden bewahrt. Worum geht es hier eigentlich? Nein, ist okay. Ich will nur Smalltalk machen. Was machst du bei der UC Security? Was genau? Ich arbeite in der Abteilung für Unternehmensbetrug. Wir überwachen die Finanzen und Transaktionen der Megacorps und gehen sicher, dass alles ordnungsgemäß abläuft. Du stellst eine Menge kurioser Fragen. Worum genau geht es hier? Claudia Swist behauptet, du hast Informationen über Larry Dombrowski. Claudia hat dich geschickt? Claudia? Hör mir gut zu. Ich weiß nicht, ob du zu viel getrunken hast oder wahnsinnig bist. Geh von beidem aus. Was immer du über mich zu wissen glaubst, ist falsch. Lass mich in Ruhe. Wir wissen beide, wer du bist. Und wenn ich das nicht tue? Das wäre unklug. Ich habe bei der UC Security mehr Einfluss, als du denkst. Ich kann dich nicht nur verschwinden lassen. Ich kann dafür sorgen, dass es dich in den besiedelten Systemen nie gab. Jetzt hat er unsere volle Aufmerksamkeit. Du scheinst nicht sehr besorgt, dass Claudia dich verraten hat. Und warum sollte mich das sorgen? Egal, was du meldest, am Ende wird dein Wort gegen meines stehen. Ich arbeite für die UC Security. Was meinst du, wem man glauben wird? Okay, kehre zu Rohrkopf zurück. Okay. Ja. Er ist da oben. Ist auch sein Zimmer zufällig. Wir brauchen noch die Beweise, dass er mit der Crimson Fleet getalkt hat. Er sitzt jetzt hier. Wo ist dein Zimmer? Vielleicht machen wir das erstmal fertig. Eine Shisha-Kanister. Hat irgendwer von euch noch einen Namen? Namen? Ich kann nicht mal einen Drink bestellen. Was für eine Frechheit. Ich fühle mich hier wie ein Ausgegrenzter. Tiefensucher hier im Lager der Küche. Überhaupt nicht auffällig. Andrescha, bitte ganz kurz draußen bleiben. Sie kommt gleich, ne? Schnell. Hatte ich gespeichert. Werden wir gleich feststellen. Allerspätestens Experte. Wie viele Slots können wir jetzt, wie viele Versuche können wir jetzt zurückhalten? 7? Oder sind es mehr? Wir probieren es ganz kurz. Einmal noch auf die harte Tour. Das ist ein 4er. Den können wir jetzt hier einsetzen und dann brauchen wir noch einen 3er. Diesen hier. Ist es dieser? Nein, er ist es nicht. Vorsicht, Leo. Vorsicht. Er ist es, ne? Ja, er ist es. Und dieser 4er. Und dann ein 3er. Der ist es jedenfalls nicht. Der hier auch nicht. Ich dachte gerade, was? Es gibt jetzt Nullerringe? Nur mal ganz kurz, um einen Gedankengang hier kundzugeben. Ein kleiner Schaltfehler. Ich musste selber gerade schmunzeln. Nehme ich und weiter. Voller Fokus. Jetzt wird's interessant. Und dann noch einen sehr auseinanderstehenden Dreier. Plock, plock. Wir sind drin, ne? Die Kohle. Oh Gott, ist sie drin? Hat keiner mitbekommen, ne? Nein. Niemand mitbekommen. Alles in bester Ordnung. Captain Atlantis. Bitte verlassen Sie nicht die Passagiere. Mach ich nicht, aber ich muss jetzt erstmal in die Kajüte des Captains. Wir haben leider hier keine Karte. Was natürlich verdammt schade ist, aber von hier aus werden wir nicht. Ich glaube, das ist eher vorne, ne? Ich glaube, das wird irgendwo vorne sein.
Undercover? Nee, hat man ja probiert gehabt. Stimmt, die Kiste ist verflucht. Captain, wo pennt der Captain? Sie pennt einfach hier. Okay. Na Juti. Das muss doch. Er gehört doch zum Personal. Nee, gibt ja keine Karte. Nicht so wirklich. Captain. Nee, der wird doch hier nicht mit den Leuten pennen. Der wird hier auf diesem Deck wird er seine eigene Kabine haben. Wette ich. Aber nicht so eine. Jeden Tag, wenn ich in meiner Koje aufwache, bin ich dankbar. Dann weine ich für 15 Minuten. Das ist meine Meditation. Oh, das sieht nach Captain. Nee, das sieht nach... Doch, das ist Captain. Komm rein, Andrescher. Komm schnell rein. Keiner mitbekommen. Die schmunzeln alle nur, dass wir jetzt den Captain beklauen. Captain, ja, tatsächlich. Erstmal schön den Computer knacken. Digi Dietrich. Hatte ich das schon mal erwähnt gehabt? Ja, habe ich erwähnt gehabt. Ich kann mich sogar daran erinnern. Das hätte ich ganz gerne fürs Handy. Genau, so ein Minigame. Aber genau das gleiche möchte ich haben. Dich und dann dich, ne? Plong, plong, plong. Plong, plong, plong. Oh, 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 oh. Ja, auf jeden Fall. Kapitelmarke. Von oben nach unten. Von Trident Konzern. Captain, ich habe Ihren Zwischenfallsbericht bezüglich Deck Officer Candley erhalten, der seit etwa einer Woche als vermisst gemeldet ist. Nach dem, was ich hier lese, mutmaßen Sie, dass Candley an Alkoholsucht gelitten haben muss und zuletzt in betrunkenem Zustand in der Nähe einer der Hauptluftschleusen gesehen wurde. 3 Minuten nach der Sichtung löste die Luftschleuse aus. Ja, steht da. Luftschleuse aus, verursachte einen Druckabfall in Abschnitt 7a, wobei Candley leider ins Weltall gesaugt wurde. Ach, ist das der Grund, weswegen wir hier keinen Weltraumspaziergang machen können? Wenn Sie uns diesen Ablauf bestätigen, fahren wir mit der Untersuchung fort. Bitte informieren Sie uns, falls Sie neue Informationen zu dem Zwischenfall erhalten. Vielleicht wusste er zu viel, ist gut möglich. Captain, könnten Sie bitte das Abhandenkommen folgender Gegenstände von Flug VOI 765 bestätigen und Auskunft darüber geben? Laut unserem Aufsichtspersonal am Zielhafen wurden diese Posten nicht wie erwartet abgeliefert. 10 Kisten kostbares Metall, 15 Kisten Wein, Spirituosen, 10 Kisten synthetische Kleidung, 20 Kisten Mobiliar. Sobald Sie den Zwischenfallbericht ist in Ordnung, verfasst haben, beginnen wir mit der Untersuchung. Vermutlich handelt es sich nur um eine nicht übereinstimmende Zählung bei Beginn und Ende des Transports, aber es schadet nicht, sicher zu gehen. Gut. Oh, jetzt ist mir fast mein Kaffee runtergefallen. Ich bin auch manchmal schusselig. Captain, bitte denken Sie daran, dass die nächste Fahrt der Siren von der Gesellschaft zum Erhalt der Erde gebucht wird und diese den Sternsaal in voller Kapazität nutzen möchten. Stehen Sie den Mitgliedern der Gesellschaft zur Verfügung, um zu gewährleisten, dass das Event nach Ihrer Vorstellung verläuft. Wir möchten diesen wichtigen Kunden unter keinen Umständen verlieren. Weitere Details erhalten Sie in Kürze von uns. Danke sehr. Und hier, Captain, wir warten immer noch auf eine Antwort auf unsere Anfrage bezüglich der 3 letzten Fahrten der Siren of the Stars. Auf allen 3 Fahrten fehlten am Zielhafen mehrere 1000 Kilogramm Fracht. Den Verlust einfach auf menschliches Versagen zurückzuführen, reicht diesmal nicht aus. Boah, was für ein Captain, herrlich, dass sie noch keiner da irgendwie gefeuert hat. Darf ich Sie daran erinnern, dass die verloren gegangene Ware einen beträchtlichen finanziellen Wert hat, den wir aufgrund des Abhandenkommens ersetzen müssen? Legen Sie uns bis Ende des Monats keinen umfassenden Bericht vor, werden wir eine tiefgreifende Untersuchung anordnen müssen. Also er wäre schon gut bei der Crimson Fleet, aber man kann ihm offensichtlich auch nicht trauen. So unbekannter Absender. Diese Nachricht enthält keine Herkunftskennzeichnung, mögliches Risiko. Am besten keinen Anhang öffnen oder so. Okay, Rohkost. Ich habe mit dem Chef geredet und wie ich mir schon dachte, sagte er, dass du nicht mehr zurückkommen kannst. Du hattest deine Chance und du hast es verbockt. Ist das so schwer zu kapieren? Deine einzigste Chance, ihn umzustimmen, ist, uns was Handfestes zu liefern, was Großes. Und wehe, das ist wieder so ein Reinfall wie letztes Mal. 20 Kisten voller Möbel auszuladen, hat sich weder zeitlich noch finanziell gelohnt. Also komm ja nicht wieder mit sowas. Okay, jetzt wissen wir, wo die Kisten hingegangen sind.
Unbekannter, ich habe einen Tipp für dich, Rokos. Du hast einen Drückeberger auf deinem Schiff. Einer von der Crew, Kindley heißt er. Ah, jetzt wissen wir, was mit Kindley passiert ist. Er schuldet uns rund 4000 Scheine, weil er ein paar Wetten in Neon verloren hat. Jetzt will Vincent seinen Kopf. Sorgt dafür, dass Kindley die nächste Fahrt verpasst und wir schauen nochmal, ob wir den Chef umstimmen können. Sie lassen ihn ein bisschen zappeln. Und für sich arbeiten, kluge Leute bei der Crimson Fleet, kluge Leute. Gute Arbeit bei der Sache mit Kindley. Du hast nicht nur allen Drückebergern in Neon einen Denkzettel verpasst, sondern bist auch noch in meiner Liste nach oben gerutscht. Es gibt nur ein Problem, das reicht noch nicht. Du musst noch was für uns erledigen. Der Chef lässt sich nur schwer umstimmen, also pass auf, dass du einen ordentlichen Fang machst. Einen richtigen Hammerfang. Halt die Augen und die Ohren offen und ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Letzter Text. Habt eine Nachricht zu dem Preis erhalten, der bald seinen Weg auf das Schiff finden soll. Das ist doch mal was. Da das Event schon in ein paar Wochen stattfindet, versuche ich nach Hause zu springen und jemanden ranzuholen, der dir unter die Arme greift. Ich behalte das aber für mich, sonst wollen alle was vom Kuchen abhaben. Wenn du das Ding durchziehst, ändert der Chef bestimmt seine Meinung über dich. Könnte dich ein bisschen was kosten, aber du willst ja wieder einsteigen, um auf lange Sicht was zu verdienen, oder? Oder? Ja, tatsächlich, aber wenn wir jetzt die Slate finden, achso, Kapitelmarke, aber wenn wir jetzt die Slate finden, landet er sowieso im Knast der UC, richtig? Ich habe auch so gesehen gerade eine Granate gegen den Computer geworfen, weil ich die falsche Taste gedrückt habe, um die Aufnahme zu beenden. Das passiert, selbst hier bei uns, bei der Crimson Fleet, -UC, oh, ein Videorekorder, wie cool. Eine antike Videokassette, so richtig schön Vintage-Medien genießen. Aber wo ist die Slate? Nicht, dass ich sie jetzt aus Versehen in die Wand gesprengt habe. Das wäre natürlich jetzt schon sehr ungünstig. Haben wir Glück? Oh Gott, wo ist sie? Da ist sie, ne? Anfrage abgelehnt. Beweis. Ja, tatsächlich. Rohkost. Nochmal, ich kann dich nicht wieder reinholen. Das ist kein Club, indem man einfach Mitglied wird. Das ist die gottverdammte Crimson Fleet. Hier gibt's keine Bewerbung, du kriegst eine Chance und wenn Never dir keine Kugel in den Kopf jagt, bist du dabei. Und jetzt haben wir den Beweis, ne? Jetzt könnten wir zur UC gehen, ihn anpfeifen und dann kommt er da in den Knast. Aber ich glaube, die Crimson Fleet bekommt das da nicht mit. Toi, 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 probieren wir aus, aber erstmal machen wir hier den Safe auf. Kann ich hier die Tür zumachen? Nee, ist nur ein Doorframe ohne Door. Frechheit, also wirklich. Und warum habe ich keinen Kaffee mehr? Doppelte Frechheit, oh Meister. Nee, wir haben 7 automatische Platz oder, naja, Platzierungsversuche. Oder kommt jetzt nichts Neues Blaues mehr dazu? Also, drücken wir jetzt einmal B und lassen hier den Einstieg automatisch machen. Aber nur bei Meisterhaft, nur bei Waldmeisterhaft. Oh nein, hier müssen wir schon wieder tricksen. Ein Zweier und dann ein Einer. Das hasse ich wie die Pest. Ein schlechtes Omen. Ein sehr schlechtes Omen. Und nun ein Vierer. Irgendein Vierer. Diesen. Oh. Wir sind schon in die Falle getappt. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Soliden Zweier. Ja, das geht in Ordnung. Dich, dich, dich. Und jetzt bloß keine Fehler machen. Einen sehr gespreizten Dreier haben wir nicht. Jedenfalls nicht so gespreizt. Dich können wir so ansetzen. Zwei. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Nein. Nein, die müssen ja schon ganz nah nebeneinander sein. Und das geht hier nicht. Das ist nicht möglich. Ist es schon vergeinkt? Kann man den auch anders hier ansetzen, zufällig? Vorsichtig. Auch nicht. Was für ein Drama. Es geht nicht. Oder? Ach, ich opfer jetzt einfach mal. Ich habe da gerade kein Auge für. Manchmal habe ich das nicht. Oh, Entschuldigung. Okay, cool. Dankeschön. Ich bin bereit. Versuch macht klug. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich würde das nicht hinkriegen. Wir können abdackeln. Wir können die Mission weiterspielen. So. Captain, oh Captain.
Wir brauchen deine Unterstützung, was den Herrn Vera angeht. Vera am Mittag. Der Fall ist geschlossen. Bin ich hier richtig? Ja. Und dann nochmal um die Ecke, bitte. Da sitzt er irgendwo. Da lümmelt er irgendwo rum. Treppchen. Und hep. Block. Hi. Na du? Ich hab dein kleines Intermezzo mit Vera gesehen. Mach nur weiter so und dieser Strohkopf wird noch deine Verhaftung verlangen. Oh nein, Mann. Vertrau mir. Ich weiß, was ich mache. Das muss ein Bluff sein. Nee. Er ist zusammen mit Zwist und Dombrowski in die Veruntreuung von Geldern verwickelt. Das würde natürlich seine Drohungen erklären. Verstehe. Er bellt nur. Wir brauchen konkrete Beweise für die Veruntreuung. Das wird schwierig. In der Öffentlichkeit wird er nichts verraten. Damit er auspackt, musst du ihn unter vier Augen zur Rede stellen. Ein Notfallzustand auf dem Schiff könnte funktionieren. Theoretisch ja. Warum kann ich nicht einfach Vera umbringen? Ja, tolle Idee. Wenn Vera oder irgendein anderer Mitverschwörer draufgeht, ist Dombrowski über alle Berge. Und überhaupt, wenn du so ein hohes Tier umlegst, hast du die ganze UC-Security im Nacken. Du wärst ein gefundenes Fressen für SNN. Es muss einen besseren Weg geben. Okay. Sollten wir warten, bis er in seine Kabine zurückkehrt und schlafen geht? Vielleicht. Aber wenn etwas schief geht und er den Alarm aktiviert, sind wir dran. Angesichts all der hochkarätigen Gäste wimmelt es hier nur so von Sicherheitsleuten. Naja, also so schlimm ist das nicht. Ich habe aus Versehen vorhin eine Granate geworfen gegen einen Computer, eine Kontaktgranate. Andreja hat es direkt umgehauen, ist leider nicht in der Aufnahme. Und es wurde kein Alarm ausgelöst. Wir müssen es anders probieren. Ein Notfallzustand auf dem Schiff könnte funktionieren. Gute Idee. Das Notfallprotokoll sieht vor, dass sämtliche Passagiere die Decks räumen und in ihre Kabinen zurückkehren. Ich würde vorschlagen, die Lebenserhaltungssensoren zu manipulieren. Wenn du an der Steuerung herumbastelst und das Überwachungssystem dazu bringst, das als Ausfall zu verzeichnen, dann hast du deinen Notfallzustand. Ui, alles klar. Wäre es nicht sehr riskant, das Lebenserhaltungssystem abzuschalten? Das hier ist eins von Tridents Vorzeigeschiffen. Es hat also von allem nur das Beste. Und dazu gehört auch ein Lebenserhaltungssystem mit dreifacher Redundanz. Soll heißen, selbst das Backup hat ein Backup. Glücklicherweise löst ein Ausfall trotzdem einen Notfallalarm aus und alle müssen in ihre Kabinen, bis ich Entwarnung gebe. Was ich nicht tun werde. Okay. Gut, machen wir. Ich mache, was nötig ist. Dein Tonfall erfüllt mich nicht gerade mit Zuversicht. Ist das auch wirklich eine gute Idee? Ja, glaub mir, wir kriegen Keine das Sorge, hin. Das wird nicht schwieriger, als sich auf der Party unter die Gäste zu mischen. Du musst nur ein paar Schalter umlegen. Na, sichi. Wenn Chefingenieur Sandin dir Probleme macht, sag ihm, dass ich ihm seine Spielschulden erlasse. Mir wäre es lieb, wenn du das erst als letztes Mittel einsetzt. Aber wenn ich bald wieder bei der Fleet bin, kann ich auf ein paar Credits verzichten. Gott, jetzt tut er mir so ein bisschen leid. Hier wird es langsam brenzlig. Und Trident wird schnell merken, dass du einen Helfer hattest. Aber wir müssen die UC füttern. Ansonsten kommen die auf doofe Gedanken. Hast du Infos zu Gabriel Vera? Nach außen hin ist er ein aufrechter Bürger der United Colonies. Hohes Tier in der UC Security. Jede Menge Einfluss innerhalb vom Mast. Aber in Wahrheit ist er ein gieriger Drecksack, der dich für einen Credstick abstechen und den Mord jemand anderem anhängen würde. Wenn er nicht so ein gehässiger Tyrann wäre, würde er in der Crimson Fleet sicher aufblühen. Und wo genau finde ich das Lebenserhaltungssystem? Im Crewbereich gibt es einen Zugang. Da kommst du vom Sternensaal aus hin. Da sollte Sandin sein, der Chefingenieur, und wie üblich Däumchen drehen. Viel Glück mit dem Typ, das wirst du brauchen. Wenn du an Sandin vorbei bist, sieh dich nach dem Raum namens Environmental Control um. Da drinnen findest du alles Nötige. Cool, alles klar, machen wir. Du hast zu tun. Ist doch markiert, ne? Oder? Wenn Sie keine
Markiert, markiert, markiert. Ja. Es ist etwas markiert. Und Block. Hierhin müssen wir. Darf ich hier rein? Ja. Alles cool. Technikdeck. Kann ich hier was klauen? Zufällig die Kohle. Zack. Wartung. Haben wir schon. Okay. Schränkchen. Irgendwas von Wert? Nein. Na Juti. Uiuiuiuiuiui. Engineering Deck. Das wird ja immer interessanter. Kurz durchscannen. Türchen. Hallo? Ne, hier ist nur Müll und alte Wäsche. Sieht so ein bisschen gerade aus wie bei Alien Isolation. Ist das ein guter Helm? Nee. Der hier vielleicht. Oh. Kohle. Naja, im Prinzip Wiki 1000. Wir machen eine Ausnahme. Ich will mich nicht vollstopfen. What? Was ist hier passiert? Ein Moment mal. Was ist hier passiert? Warum? Warum liegt sie hier? Immobilisator. Sie ist hingefallen. Was? Ist das jetzt wirklich passiert oder ist das so ein kleiner Hixi von der Engine? Diese modernen Schiffe sind nahezu vollautomatisiert. Für die Crew bleibt daher nicht viel zu tun. Oh, warte, das ist aber ganz kurios, ne? Auf einmal ist sie tot hier. Oder liegt ja einfach nur so rum. Jetzt ist sie zu Tode geschuftet. Für einen Hungerlohn. Ihr Schweine, ihr. Wir müssen da hoch, aber ich würde auch ganz gerne da rein, aber das geht nicht. Es ist einfach nicht möglich. Ach, da ist er. Da ist er, ja. Es sieht alles sehr Keule. Aus, ja. Ich könnte mir denken, dass wir gleich ein bisschen Unterstützung brauchen. Chemischer Natur. Hier. Hippolyta. Reingepfiffen. Boom, Schakalaka. Investiert, die Gäste auch sehen. Lampe war aus, ne? Wir wollen sie nicht überstrahlen. Ich habe gelernt. Na du? Moment. Passagiere haben hier keinen Zutritt. Augenblick. Du bist Captain Rokoffs Gast, oder? Entschuldige, ich hatte dich hier unten nicht erwartet. Wie die uns alle kennen hier. Tut mir leid. Was kann ich für dich tun? Bisschen einsam hier unten, oder? Ja, schon ein bisschen. Beim Tech-Personal heißt das Deck hier das Dungeon. Das Dungeon? Ist klar, warum, oder? Nicht gerade Starliner-Komfort hier unten. Klar, ich kann gut meine Gedanken sortieren und Arbeit nachholen, wenn es so schön ruhig ist. Aber ich würde lieber auf der Brücke arbeiten. Du könntest auch deinen Abschluss nachholen per Fernstudium. Mach was aus dir, aber wofür bist du zuständig? Ich bin der Chefingenieur der Siren. Ich leite das technische Team von Trident. Wir sorgen für den reibungslosen und effizienten Betrieb des Schiffs. Diese Schönheit ist das Nonplusultra des modernen Raumschiffdesigns. Fast alles ist dreifach redundant. Zum Beispiel das Lebenserhaltungssystem. Das heißt leider auch, dass wir viel Leerlauf haben. Könnte aber schlimmer sein, oder? Ja, du kannst eine ruhige Kugel schieben. Aber jetzt mal Butter bei der Fische. Ich muss dringend zum Lebenserhaltungssystem. Oh, tut mir leid. Zutritt verboten. Keine Ausnahmen. Okay, Kohle, Captain Rohkost. Nee, das sagen wir erst als letztes. Du lässt deinen Gast des Captains nicht in den Raum? Nein, tut mir leid, unmöglich. Die Trident-Vorschriften sagen klar, dass niemand ohne triftigen Grund zum Lebenserhaltungssystem darf. Es tut mir leid, okay? Ich kann es nicht ändern. Ich könnte meinen Job verlieren. Ich möchte nicht die Kohle geben, weil es ja sowieso egal. Der Captain ist bald hinter Gittern. Das stört es ihm dann halt auch nicht, wenn dem Jungen hier die Spielschulden erlassen werden. Ach, echt? Okay. Wie viel sind das? Das ändert natürlich einiges. Das erfahren wir nicht, ne? Okay, pass auf. Ich gehe mir einfach ein bisschen die Beine vertreten. Kannst du das vielleicht halten, während ich weg bin? Was hältst du von Captain Rokos? Ehrlich? Er ist ein versierter Captain. War wohl jahrelang auf einem Langstreckenfrachter tätig. Man merkt die Erfahrung. Das Problem ist nur, dass er ständig über Handelsabkommen und Pläne spricht, an schnelles Geld zu kommen. Der Kerl denkt an nichts anderes. Ich werde nie wissen, warum er beschlossen hat, Captain eines Starliners zu werden. Er umgibt sich wohl gern mit Geld.
Eins sage ich dir aber, für jemanden, der Credits so liebt, macht es ihm extrem wenig aus, sie beim Kartenspielen zu riskieren. Ebenfalls ein Zocker. Okay, das wär's. Geh mal. Sieh dich ruhig um, aber lass die Finger von der Steuerung, bitte. Natürlich. Erstmal aufmachen und dann reingehen, ne? Ja, schön wegjoggen. Das machst du gut. Lebenserhaltungszugang. Öffnen. Oder doch nicht. Aus Sicherheitsgründen kann der Lebenserhaltungszugang nicht ohne die Genehmigung des diensthabenden Chefingenieurs versiegelt werden. Oh, hat er einen Abschluss? Braucht er gar kein Fernstudium machen? Ich bitte um Entschuldigung. Weitere Informationen sind in der Trident-Betriebsanleitung zu finden. Alles klar. Gut, Notfallmaßnahmen. Falls es zu einem Versagen der Alpha-Lebenserhaltung kommt, wird Beta automatisch aktiviert. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Beta ausfällt, wird Gamma automatisch aktiviert. Falls der Katastrophenfall eintritt und alle drei Lebenserhaltungssysteme ausfallen, werden per automatisiertem Befehl, das steht da, mal ganz genau hingucken, per automatisierten Befehl Schutzanzüge im gesamten Schiff verteilt. Bei weiteren Fragen bitte den Chefingenieur oder die Chefingenieurin im Dienst kontaktieren oder Absatz 20 in der Trident-Betriebsanleitung heranziehen. Abriegelungsprozeduren. Falls eine Lebenserhaltungseinheit ausfällt, tritt sofort eine Notfallabriegelungsprozedur ein. Sämtliche Passagiere werden angewiesen, sich ruhig in ihre Kabinen zu begeben, bis der Captain des Schiffs den Notfall für beendet erklärt. Falls der Captain nicht mehr dazu in der Lage ist, ist die entsprechende Befehlskette zu befolgen, wie beschrieben in der Trident-Betriebsanleitung. Um den ungehinderten Zugang für die Crew zu ermöglichen, werden sämtliche Sammelbereiche und Passagierkabinen entriegelt. Während der Abriegelung bleibt die Notbeleuchtung eingeschaltet und es kann zu Durchsagen kommen. Jetzt sind wir informiert. Alles klar, los geht's. Da soll ich ran. Warte mal. Reset-Schalter. Block. Mehr ist es nicht. Einfach nur hier ein bisschen die Hebel ziehen. Block. Nice. Oh oh. Immersiv zum Vera sollen wir jetzt, ne? Stelle Gabriel Vera in seiner Kabine zur Rede. Gut, machen wir. Aber wir könnten auch Dombrowski töten. Aber nein, ich möchte ihn demütigen. Mit Informationen. Das ist mein Begehr. Aber ist eigentlich ein schönes optionales Ziel, ne? Vielleicht hätte er ja den Tod verdient. Und plötzlich gehört das alles uns. Kann ich ganz kurz einen Schluck Wein oder so? Hier. Das gehört jetzt also uns. Naja, das gehört meinem Bauch. Das war ein Beruhigungswein. Den gönne ich mir hin und wieder vor einem Auftrag. Guten Abend. Ist nur noch die Security am Start. Alle Passagiere werden gebeten. Ich gehe doch schon. Ich will hier hin. Ach du Schande, ist einfach offen. Komm rein, schnell. Andrescha, komm. Block. So, Keule, wie geht's? Kurz speichern. Keule, wie geht's? Ja? Aufstehen. Ich hatte mich schon gefragt, ob du etwas mit diesem Notfall zu tun hast. Lass die Spielchen und sage mir einfach, warum du hier bist. Wir haben zwei Antworten. Einmal als Crimson Fleet-Mitglied und einmal als UC Systev-Mitglied. Wir nehmen natürlich die Crimson Fleet, weil wir im Herzen ein Pirat sind. Dombrowski hat etwas, das die Crimson Fleet haben möchte. Ich hielt ihn schon immer für einen Narr. Aber dass er sich mit der Crimson Fleet einlassen würde, überrascht mich trotzdem. Aber warum sollte ich mich selbst belasten, indem ich irgendwelche Beweise übergebe? Naja, wir wissen Bescheid. Claudia sagt, Dombrowski hat euch bei der Galbank-Sache um euren fairen Anteil betrogen. Claudia hat das gesagt? Verflucht. Das bedeutet, mein Geld ist längst weg und Dombrowski kommt mit einem Vermögen davon. Ich will ehrlich sein. Ich will mich bei der Crimson Fleet nicht unbeliebt machen. Aber wenn ich dir diese Informationen gebe und sie in die falschen Hände geraten, könnte ich im Gefängnis landen. So oder so verliere ich.
Ach, guck mal, was haben wir denn hier? Kohle? Ja, ihm gebe ich Kohle. So schlimm ist er ja gar nicht. Hier, Kohle. Ich mache deine Verluste wieder wett. Auf die Weise bleibt mir wenigstens etwas. Na schön, du hast mich überzeugt. Hier, mit dieser Slate und der Aufzeichnung hast du alles, was du brauchst, um ihn festzunageln. Du wirst ihn komplett in der Hand haben. Aber lass mich da raus, wie du es versprochen hast. Und jetzt holen wir uns den Ausweis, ne, von der Gelbank, den richtig, den Diebenausweis. Hast du schon mal darüber nachgedacht, zur Crimson Fleet zu kommen? Wir könnten sowas wie dich, so jemanden wie dich, gut gebrauchen da drüben. Nur weil ich bei der Dombrowski-Sache helfe, wende ich mich noch lange nicht von der UC Security ab. Wie soll ich sonst sicherstellen, dass er hinter Gittern landet, wenn das alles zusammenbricht? Doppelagent? Nein. Lass mich aus deiner lustigen kleinen Piratenbande raus. Lustigen kleinen Piratenbande? Okay, okay. Ist in Ordnung. Er sollte verduften. Wir lassen dich jetzt. Denn wenn du ihn nicht umlegst, hier waren wir ja schon drin. Hier haben wir alles mitgenommen, was wert hat. Dombrowski. Der hat doch eine ganz besondere Suite, ne? Da oben tatsächlich. Noch mehr VIP. Doppel. Wie? Am Anfang. Dombrowski. Aber warte mal, stopp, hier waren wir gar nicht. Ich will nur ganz kurz gucken, bin gleich wieder weg. Keine Panik, hier ist der Wäscheservice. Hallo, hallo, hallo. Das sieht aber aus wie ein Fotolabor. Ich mach mal kurz Licht an. Oh, Anzugwerkbank. Aber da können wir gerade nichts Neues basteln. Und für Ressourcen klaue ich nicht. So ist nicht. Nein, so böse bin ich nicht. Wir sind hier langgelaufen, aber wir sind hier nicht reingelaufen. Mein Fehler. Aber nicht vergessen, 75% Quote, alles andere ist Wahnsinn. Perfektionismus, ein sicherer Weg ins Unglück. Andreja, schnell rein hier. Schnell, Andreja. Ja, noch ein Stück. Andreja, muss ich dich reinschieben wieder? Kann das sein? Rein da! Aber schnell! Los! Zack! So, und jetzt wieder ganz professionell. Hey! Larry! Wir müssen reden. Keule! Sieh mal an! Du bist wohl der Quälgeist, der Claudia und Gabriel belästigt hat. Ich bin mir nicht im Klaren, was genau du erreichen willst, aber offenbar ist es an der Zeit, dass wir verhandeln? Es sieht ganz danach aus. Meinetwegen, lass uns verhandeln. Wobei, woher wusstest du, dass ich involviert bin? Du glaubst doch sicher nicht, dass ich mich an einer so heiklen kriminellen Unternehmung beteiligen würde, ohne das gesamte Spielbrett im Auge zu haben. Ich weiß nicht, warum du in diese Angelegenheit verwickelt wurdest, aber so oder so ist eindeutig schnelles Handeln gefragt. Meinetwegen. Verhandeln. Sehr gut, sehr gut. Also dann lass mich die Lage kurz zusammenfassen. Erstens bist du offenbar an Insiderwissen zu meinem Engagement an der Galbank-Defraudation gekommen. Auch wenn dir meine Motive wohl verborgen geblieben sind. Zweitens habe ich die Hypothese, dass meine Kompagnons ob der ausstehenden Auszahlung ihres Anteils verzagt sind und dir daher geholfen haben. Und da meine Stirn noch nicht Bekanntschaft mit einer Kugel gemacht hat, kann ich darauf schließen, dass du etwas von mir willst. Kluges Köpfchen, auf jeden Fall. Sehr beeindruckend, Professor. Ich habe durchaus eine umfassende Bildung genossen, aber als Professor würde ich mich nicht bezeichnen. Das war ja auch ironisch Allerdings gemeint. Allerdings bedeutet das Kompliment wohl, dass du kaum etwas von dem verstanden hast, was ich bis jetzt gesagt habe. Um es grob zu sagen, du besitzt kompromittierende Informationen über mich. Ich dagegen habe außer meinem Galbank-Pass nichts zu bieten. Ich nehme an, das ist es, was du eigentlich wolltest. Wow, der ist gut, ne? Dauert das noch lange? Ich kriege langsam üble Kopfschmerzen. Ich bin auch massiv überfordert. Wie kann ich mir sicher sein, dass du deinen Pass nicht als gestohlen meldest? Ich bin überrascht, dass du das überhaupt fragst, wo die Antwort doch so offensichtlich ist. Es wäre äußerst unklug, irgendeine Form von Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Okay. Aber ich bin wirklich überrascht, dass du darauf gekommen bist. Bei den gegebenen Prämissen war das logisch.
Schließlich befindet sich davon abgesehen nichts von Wert in meinem Besitz. Wie es scheint, sind wir zu einem Konsens gelangt. Oh, verzeih, ich sag es einfacher. Wie es scheint, haben wir einen Deal. Sicher verstehst du, wenn ich darum bitte, dass zwischen uns kein weiterer Kontakt stattfindet. Und nun entschuldige mich bitte. Ich muss reflektieren, wie ich zwei lästige Geschäftspartner brotlos mache. Einen schönen Tag noch. Oh, der arme Vera. Gut, alles klar. Wir können zum Captain zurück. Na dann mal los. Block, er kann den Notfallzustand wieder aufheben. Da unten, da wartet er schon auf uns. Captain, 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 hi. Na, hallo? Tja, scheint, als sei unser Plan aufgegangen, wie am Schnürchen. Hättest du meine Rechnung mit Sandin doch nur nicht in den Wind geschossen. Aber der Job ist erledigt. Okay, cool. Ich hab gekriegt, was ich wollte. Oh, wie schön für dich. Ich hoffe, du legst bei Delgado ein gutes Wort für mich. Na sicher. Sonst hätte ich meine Karriere für nichts riskiert. Weißt du, ich frage mich immer noch, wozu du den Zugangspass eigentlich brauchst. Willst du es mir verraten? Nein. Nein, nein, nein. Er könnte das dann an die UC weitergeben. Für seinen nächsten Deal. Ich würde es dir ja sagen, aber Delgado würde mich umbringen. Ah, er hat dir also verboten, mir das zu sagen. Du solltest es dir mit der Fleet nicht auch noch verscherzen, also lasse ich's lieber darauf beruhen. Aber immerhin steht meiner Rückkehr zur Fleet jetzt wohl nichts mehr im Weg. Nein, nein, mach dir da gar keine Sorgen. Darauf habe ich lange gewartet. Ich schulde dir was, Tovarisch. Das kannst du laut sagen. Keine Sorge, du kriegst schon, was du verdienst. Versprochen. Tja, dann trennen sich jetzt wohl unsere Wege. Hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal auf dem Schlüssel wieder. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Aber irgendwie muss ich doch anpfeifen. Oh Mann. Schande. Nee, ich kann das nicht. Das geht nicht. Wir müssen die Slate loswerden. Hier im Wasser. Ich schmeiß die einfach weg. Mach ich nicht. Nein, der ist so cool einfach. Der Captain. Ich will ihn sehen. Kann ich nicht wegschmeißen. In Gedanken haben wir es getan. Ich möchte ihn unbedingt auf der Schüssel sehen. Hier geht's wieder zurück. Nee. Doch, erstmal hier hin und dann zurück in die Lobby. Also den Staff-Bereich. Die andere Lobby. Na gut. Okay, das war hier lang. Und dann hier lang. Und dann hier durch. Ich wusste es. So. Ja, ich will den Captain einfach da auf der Schüssel sehen. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Für die UC. Aber wir wollten ja nicht wirklich für sie arbeiten. Ich glaube, das wäre nur super relevant für... Oder überhaupt relevant, wenn wir am Ende des Tages... Achso, ist markiert. Am Ende des Tages bei der UC bleiben wollen. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen ein Pirat werden. Ein richtiger Pirat. Wir sind es eigentlich schon immer gewesen. Wie hast du das denn gemacht? Wie bist du so schnell hierher gekommen? Eine ganz mysteriöse Kiste. Aber wir steigen jetzt erstmal in unsere Kiste. Vasco, mein Guter. Direkt zum Cockpit, bitte. Wir haben nichts zum Ablegen. Nein, nein, nein. Abdocken. Block. Und dann fliege ich erstmal irgendwo hin. Was könnte sich denn lohnen? Wir machen eine Kleinigkeit davor, bevor wir jetzt die Mission abgeben. Wir müssen nach New Atlantis. Achso, die Mission geht weiter. Ja, eine Kleinigkeit, eine Kleinigkeit. Wir wollen was machen. Oh, das ist so eine Planetenoberflächenmission, ne? Ja, oder wir probieren aus, ob diese Mission jetzt endlich funktioniert, ob sie das endlich weggepatcht haben, nach 2 Monaten Pause und danach direkt weiter, okay? So machen wir es. Auf der Karte bitte anzeigen. B, direkt vor die Höhle, bitte. Ja. Vitini, dieses Ressourcengedöns brauche ich und zwar sofort.
Vitinium. Ein ganz einfaches Wort, aber wirkt gerade nicht so, als ob das jetzt hier ins Spiel reingepatcht wurde. Nein, ich glaube nicht. Aber ist ja auch nur was ganz, ganz Kleines. Dann vielleicht beim nächsten Patch. Wir drücken die Daumen und kreuzen die Finger. Ich laufe jetzt hier noch die Kurve ab, aber sieht ganz, ganz schlecht aus. Aluminium, ja schön, aber brauche ich nicht. Hätte sich das geklärt. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Patch gucken wir wieder nach. Wir werden die Hoffnung nicht aufgeben. Aber diese Mission können wir ausmachen, ne? Na gut. Dann bitte weiter. Die Bank sprengen. New Atlantis. Wir haben nur was im Schiff, was illegal ist. Na dann mal los. Kurs festlegen. Ja, ich weiß. Die Schilder sind hochgefahren. Und es ist nur was in dem Aluminium-Frachtcontainer liegt, der ausgehöhlt ist, also der ausgestattet ist mit Alufolie, jeder Menge, gute Alufolie, die gemusterte. Na? Na geht doch. Ich freue mich auch. Dankeschön, Karte. Wir müssen hier hin und dann nach da und landen, bitte. Ula! So. Okay, hier wieder. Bisschen rumgeglitsche. Wegen der immer Landeanimationsmod. Aber war trotzdem schön aufstehen. Wobei, eine Sekunde. Wir sind sicherlich nicht mehr gebufft. Löffelchen gebufft. Das ist mir schon wichtig. Damit wir hier weitere Perk-Punkte bekommen. Zeig mal bitte. Nein. Nein. Aber wir sind auch nicht mehr abhängig. Das ist schon mal ein Anfang. Sarah. Bist du instant hier? Nein, bist du nicht. Selten zu erobern. Ah, Andrescher stand hier nur rum. Marika. Hallöchen. Hallo, hallo, hallo. Der Fan. Du gehörst ins Gefängnis. Also, wir hatten ihn ja schon mal eingesperrt gehabt. Weißt du, wo Sarah ist? Vorne wieder. Da ist sie, ne? Na, Schatzi, kommst du ganz kurz mit? Aber ja. Gut. Miss Morgan. Mhm. Das ist wirklich fürstlich, Andrei. Nein, ist gut. Ich merke diese stummen Spitzen hier. Ich merke das. Bitte hört auf damit. So. Block. Okay. Zurück zu Andreja. Wie hier war. Hoffentlich immer noch da ist. Andreja. Andreja. Hi. Können wir aufbrechen? Ich freue mich. Ist gut. Aus. Na. Sonst gibt es keine Schokolade. Auch nicht für mich. Wenn ich das nicht geregelt bekomme, dann raus hier. Plock. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch.